Matt spielen, Matt helfen. Mein Name ist Daniel, ich spiele seit 20 Jahren Handball, aktuell zu DVD beim Handball Red Bulls und auch für die Lützburg Nationalteam. Seit dem Januar spiele ich mit der Söhne von Petersburg und ich spiele mich bei den Trainingen und bei den Matchen viel mehr stabil an meinem Schuh. Livestream.lu aus zusammen mit Apach TV, eine Plattform für Air-Eventer live im Internet und auf der Television zu verdrohen. Ob Konzert, Theater, Sport, Pressekonferenz, Gemengerot oder Produktvorstellung. Wir bringen Air-Event bei eurem Publikum hin. Und das mit all den Emotionen, die dazu gehören. Um PC, Tablet, Smartphone und auf der Television um Kanal 82 von Post TV und am ganzen Reso von der Altrona erreicht ihr ein großes und von Zuschauern für ihre Massage mitzudehlen. Alles das auf viel mehr, das ist livestream.lu. Zusammen mit Apach TV. Weitere Informationen kriegt ihr um 26 37 44 37 oder auf info@apach-tv.lu. Fundeleit, Viertleit. Bonne chance. Wir bringen Bewegung ans Spiel. Salles Lens. Moving People. As we come closer to a nationwide lockdown. Thank you.
Voilà, wunderschönen guten Abend. Dann noch ein Kehr hier von Kärsching. Nur den Damen, also dann nur und den Herren für den Schock. Kärsching geht tritt bei sich. Schon bei mir den Co-Trainer, aber noch den Trainer von der Kärschinger, den könnt ihr hier bei uns machen. Ja, tritt bei uns. Ja, schwierige Start an Saison kann ich so schon ein Niederlage. Aber die nicht so direkt erwartet hat, kein Bierchen. Mit Fuss, die Bierchen geht schwer und dann aber du die Niederlage. Die Stau, das für ihr schon ein Match 100% für sich kein weiteres Fauxpas zu erleben. Ja, das ist richtig. Ich meine, Bierchen hatten wir gute Match gemacht bis eben 12, 13 Minuten vor Schluss. Dann sind wir angebracht, das geht gerade Tau zu evitieren. Ja, was wird der Trainer dann im Match gegen Bierchen analysiert? Was muss ihn heute ernst machen? Ganz einfach, muss an der Verteidigung im Kompakt gepackt gehen. Am Angriff muss man das spielen, was wir können. Auch für und allem die 60 Minuten durchspielen und nicht nur 40 Minuten. Weil der Heifut Junge sich auch Wramann von der Defendinger Equipe und ich den Trainer von Kärsching auch bei mir. Voilà, pour vous, c'est un match aussi qui est très important. Les Red Bulls, ils avaient déjà perdu contre Berchem, j'avais dit à Marc, donc c'est pour eux un match à 100% parce qu'ils ne veulent plus perdre aucun match, aucun point pour rester aussi après pour les playoffs en haut. Bah, je crois qu'en fait, effectivement, c'est un match assez important aussi pour se jauger parce que on va dire que c'est le premier match en jeu. On n'a pas pu jouer le match contre Esch. Nous, ça fait donc deux semaines qu'on ne joue pas. Ça va être compliqué cette saison, à mon avis, pour garder le rythme. Donc, c'est vrai qu'il faut essayer de prendre les points quand on peut, surtout contre les adversaires directs. Là, on est chez nous, il faut vraiment qu'on prenne les points parce que sinon, après, on ne sait pas s'il y aura d'autres interruptions. Et donc, je pense qu'on a besoin de prendre aussi un peu plus de confiance sur ce type de match. Donc, ouais, c'est un match important pour nous. Comme vous avez dit, il faut trouver le rythme. Vous n'avez pas pu jouer Esch. Donc, oui. Oui, il y a la difficulté alors pour un entraîneur pour préparer une équipe parce que oui, les matchs ils étaient annulés très proches à cause d'un cas Covid positif où la santé a mis toute l'équipe d'Esch dans la quarantaine. C'est donc une semaine perdue pour vous. Ouais, c'est ça. Après, on a aussi pu travailler, on a pu aussi travailler un peu physiquement, aller rechercher parce que la préparation, comme toutes les équipes, elle était un peu spéciale. On n'a pas pu faire tous les matchs qu'on voulait, mais on a pu préparer physiquement et on a gardé le rythme. Et puis, je suis assez content de l'équipe parce qu'ils ont resté sérieux. C'est vrai que après, on ne peut voir que quand il y a les matchs et ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas encore. On va voir ce soir. Donc, c'est un match aujourd'hui où vous ne savez pas dans le rythme où vous êtes. Pas vraiment. On a fait des très très bons entraînements. Ça fait deux semaines qu'on s'entraîne très bien. Et l'entraînement, c'est pas le match. Donc, oui, il y a cette petite incertitude. Mais bon, je pense qu'on va y être. Je pense qu'on sera confiant et je pense qu'on sera, dans le rythme. En tout cas, je crois qu'on a bien analysé cette équipe et qu'on a des choses à faire. Voilà, Marc, den Trainer von Kärsching hat gerade gesagt, das schwer, das zusammen mit einem Rhythmus zu spielen. Die war nicht direkt vom Covid betroffen, wie die Kärschinger, wo die Ascher ja in Quarantäne gesetzt haben. Hast du eine besondere Herausforderung für die Kippen des Saison und du, für sich anzustellen und für zu trainieren? Ja, sicher. Ich meine, ich weiß auch nie, wie es geht. Spielt ihr gerade den Weekend, spielt ihr nicht den Weekend? Dann natürlich die Matches, die da verloren sind, an der Woche gespielt, muss den Trainingsrhythmus natürlich anpassen. Das ist effektiv, es wird interessant, rauszufinden, wie die verschiedenen Equipen das umsetzen und die der beste Rest machen. Oui, Marc, il dit c'est une saison très intéressante parce qu'à cause du Covid, comme vous l'avez eu, les changements de date de match à très court terme, il a dit c'est une saison avec beaucoup de difficultés, mais avec aussi beaucoup de responsabilités pour les entraîneurs parce que le rythme il va vite changer avec beaucoup de semaines anglaises après si beaucoup de matchs ils seront remis. Oui, complètement, il a raison et c'est vrai qu'après il va falloir être très bon dans la préparation physique. Là, on a Raoul qui s'occupe de ça, mais je pense qu'il va falloir être très vigilant parce que quand il y a des interruptions comme ça, les joueurs quelquefois peuvent avoir une baisse de rythme et puis on risque des blessures, donc il faut vraiment être vigilant sur ce plan-là. Voilà, maintenant, à très court terme, on aura présenté les équipes. Donc, qu'est-ce qu'il y a de pronostic pour aujourd'hui? Ah, le pronostic, c'est que Kärsching gagne, bien évidemment. En tout cas, j'espère qu'on y aura surtout un beau match. Il y a une belle équipe en face et j'espère qu'on va produire un beau jeu. Voilà, on a schon natürlich die Idee von Dinger. Ja, das, wie Trainer gesagt, top den schönen Match, fairer Match. Und ich hoffe, dass wir als Gewinner vom Terrain gehen. Voilà, donc, les deux équipes, ils veulent gagner, c'est clair. On verra. Très proche, on sera avec la présentation des équipes. Und der Jano Kaiser und ich werden hier dann durch den Match feiern. Also bis gleich. Hey, bon Match. Ja.
Dann kurz vier in der Equipe-Präsentation dann schon kein geringeren hier als Co-Kommentator wie den Jeannot Kaiser, auch früheren Präsident von der Handballföderation, also ein großen Kenner vom Lützburger Handball. Ich warte Jozingt, dann kann ich schon hier so ein guten Abend, Jeannot. Merci, dass du heute hier mit bist. Ja, Jeannot, Kärsching gegen die Threat Boys, den Schock auf diesem Spiel da, richtig Spitzmatch. Red Boys, die gegen Bierschirm schon dann knapp verloren hat. Apples war die vielleicht dann nur der Vorbereitung, wo ihr ganz viele Letzte bei der Kippe gegen gespielt wird, schon gedürft hat, dass das Kind antreten, weil Bierschirm in einem Jahr durch die Ascher geklappt hat. Wir sehen ja mal Präparation, also eine Präparation, wenn es so geht, dann hast du dann ein etwas anderes. Und Red Boys, war klar, hier aufgreifen für einen Titel zu gewinnen. Also Rückschritt tun gegen den Kärschinger Equipe mit einem neuen Trainer, die letzte Saison enttäuscht war von der Leistung dieser Brüchstunde. Die haben auch ein bisschen aufgestockt und für dann noch 40 kommen, wenn ich gucke durch einen Tironcelli, den in einem Jahr zurückkommen also aus Deutschland. Das ist also ein Match ja, für die Red Boys sowieso 400%, für den Schluss nicht zu verlieren. Aber für die Kärschinger dann noch ein Match, wo sie wissen, wo sie stehen. Das ist richtig. Muss ich just vielleicht zu bedenken geben, dass die Renner seit Treppbeus aber echt aufgängig zu verzichten, weil dann nicht die wenigst, als Rotere ein von ihren guten Büttern, den Hoffmann, dann wird sich wahrscheinlich einfach näher schlagen, weil den anderen Bütter, der Mais, den aus dem Kärsching ging. Kärsching wird, wie du gesagt hast, ganz stark verstärkt beim Tironcelli. Ein enormes Rückschritt der Gemeinde in Deutschland. Das könnt ihr bei der Nationalequipe gesehen. So dass das in keine Menge und vorbei haben wir Kärsching ein bisschen mehr stark. Dann können wir uns schon weiter einfach nur den Kursfertig verstärken, zumindest wenn die Immo belangt. Und wenn sie dann auch selber gesucht und sie gegen mich auf den Hofes setzen, dann mussten sie natürlich auch den Hofes gesehen, dass die paar Jungen am Kader sind und die auch da werden zu spielen kriegen. Dann in dem Mengen, dass Kärsching einen leichten Avantage geht. Aber wie gesagt, am Match sind wir alle sehr, dass man den einen mehr Chancen für uns zu kommen, für alle Spieler ranzukommen. Dann ist gucken, dass Treppoy zu Bierschirm den Match quasi an der Tasche hat. Ja, also das war wirklich. Und dabei wollen fahren sie dann auf. Ja. Oder mit Dietling, die waren ja auch super am Rollen und da verlieren sie. Also kann ich im Moment nicht viel sagen, weil die Präparation von den Equipen noch unterschiedlich war wegen der Corona-Geschichte, sodass ich eine richtige Standortbestimmung mengenisch reicht noch 4-5 Matcher kann. Eine echte Standortbestimmung hat der Verein heute genommen, nämlich die Schifflinger. Die hatten ihren ersten Championatsmatch gegen den Standard, die richtig ihren zweiten Championatsmatch hatten. Und da gingen zwei wichtige Punkte für den Standard. Ja. 27, 23 hat der Standard gegen Schöffling gewonnen. Mit der Standard, die auch dann die letzte Woche gewonnen hat, gegen die Dickrischer schon 4 Punkte. Ein kleines Surprise kann ich schon mal sagen. Ja, das ist ein kleines Surprise. Die Schöffling zurückzukommen, das wäre ein bisschen ein Problem. Wir hatten Corona-Fälle und durch das würde ein Teil von der Equipe dürfen trainieren während 14 Tagen. Das ist der Kader, die trainiert und zwar nicht komplett. Auch wir haben überhaupt keine Spielpraxis. Und schon nach dem Mittelmann und Manager, wo wir aus dem Feld haben, geschwärzt sind. Wir werden neu sein, für diesen Match nicht extra viel. Wir hatten lieber gehört, wir hatten gegen Esch oder gegen Kärsching gespielt.
dass man einen gewissen Rhythmus gekriegt hat. Ich fand das Ergebnis von 27-23, das ist ein bisschen korrekt, weil das dann daraus nicht so unterschätzen ist. Überhaupt einen Hof, das Championat, das zählt sich jederin, die echt finden, wenn die Last finden, spielen hier das Championat. Die Dickrischer, wo jederin gesucht wird, die Sechsten, die du gegen direkt Gegner, ein Punkt kriegt von Feier Mich. Standard wird noch 4-0 Punkte gegen direkt Gegner. Genug, und doch, da kann ich noch so ein hohes Spitzenmatch zu Peiting. Peiting gegen Mirsch, wo aber bei Mirsch Kratowitsch haut genug und fährt fehlen, den umgeschlagen hat. Auch die Mirscher, die als Ziel ausgehen. Die Obi ist sechs Platz, die einfach sieht, nächstes Jahr spielt Max Anliegen. Ja, das ist Championat am Championat. Denn, Pascal Schuster, der Trainer von Schöpfing, hat dann noch gesund gehabt. Ne? Also, das ist schon, das sind aber dann nur schon, wenn es dort wie Punkte an den Ulefs, das ist nicht zu unterschätzen. Nee, wie gesagt, der Trick, also die waren noch ein Trick, das dauert noch ein bisschen, der Tisch, weil noch ja, mehr Matcher sind, wie sonst wie gewinnt werden. Wie gesagt, das. Prüfen noch ein bisschen spannend, wie das noch fährt geht. Es geht zweifel. Ja, und dann hast du einen zweiten Spitzmatch auch genommen. Diedling geht Bierschirm. Die Diedlinger, die eigentlich über 10 Stunden mit ihren Moja noch gegen Asch, wie es zu viel gesagt hast, 50 Minuten und dann beide Matcher matt gehalten. Und dann sind sie angebracht und haben immer heiß verloren. Ja. Weil aber nicht da drin spiegelt, was die Jungen dann eben da brüscht und eine junge Equipe, die da aufgebaut haben, Götter, Bierschirm. Ja, die Punkte natürlich auch, wenn Hürden tritt Bursch schon geklappt. Und ich meine, die Ascher fährten so ein bisschen als Hauptkonkurrenz. Ich könnte mir das vorstellen, weil auch die Bursche mal haben vorher ganz gut spielen können, dass sie einfach den Dinge verloren haben, die in Deutschland spielen gegen das oder gegen. Der Guten, das ist ihren meistens mehr Güttere gewesen. Und weil er den anderen Spiel drehen musste, dann damit. Den auch noch gefeierlich am Brick geschossen, sodass der Wert auch nur vielleicht an den Spitzenmatcher wegen Dash an Gewicht fallen. Weil ich bin darüber der Meinung, dass er die beste Bank gut und das wird wahrscheinlich nicht schlecht gehen. Ja, Bank ist wichtig. Ich meine, das ist eben wirklich gerade an so engen Matcher, wie man sie bei den Herren hier haben. Du zu ihm praktisch kannst abwesteln, das wird schon ein bisschen. Ich denke, wir doch genug ein Teil ein wichtig Rolle spielen. Ich meine, wenn wir schon mal auf die Kärschinger gucken, drei Goalkeeper. Ich meine, das ist etwas, ja, dass ein Verein sich das liest, kann man drei Goalkeeper abtreten. Und nicht, egal wie ein Goalkeeper. Chris Auger, National-Goalkeeper, Jérôme Michels, National-Goalkeeper. Und dann der Charles Kirch auch nach National-Goalkeeper, nämlich bei an den Jugendkadern. Da kann ich sich schon mal beneiden. Das ist nicht so evident hier im Land, dass ein drei gute Goalkeeper wird. Für die meistens eh ganz gut annehmen. Den Bösen mich aufhält und den Dritten, du gehst schon gut. Ja, das ist schon ein Luxus. Und dann guck mal, ob der Mikkel Moldrup letztes Jahr gewählt ging zum Spieler von der Hinrunde. Den du ganz gut drauf war, dann aber angebracht war, und ich fand bei drei von den Rest von der Saison. Und aber auch einen ganz guten Alexandre Hotter, den du immer aber gute Backup war für den Moldrup. Und relativ viel auf ja, den Posten, die am Goal am kommen. Ja, das wahrscheinlich auf den Ofen, dass der Goalkeeper an den entscheidenden Phasen den Ausschlag wird gehen. Ja, das ist so am Handball, da wird es auch kaum Männer. Das ist der nächste Punkt. Der zweite Punkt, das muss ich immer gucken, mit den Phasen ins Spiel kommen, wird da wieder so los nach der Defense. Wie schnell ein Trainer oder Spieler auf den Arbitrage reagieren. Darfst du das nicht? Wie weit darfst du gehen? Wie weit geht es an der Herd? Wie weit geht das zündlos? Das sind einfach Faktoren, die muss ich die ersten 10 Minuten analysieren. Und dann muss ich gucken, wo das Spiel geht. Aber ja, du siehst, es wird interessant sein, was da mitten dann werden, wie du jetzt siehst, zulassen. Sie sind auch kein Unbekannter hier am Lützebäuer Championat. Sie sind aber bekannt dafür, auch viel Larven zu losen. Also das ist dann auch interessant. Ganz genau, der nächste Goal für Treppboys, wenn ich gebe durch den Batinovic. Ja, das ist auch so ein Schlüsselspieler, ob der von denen seid. Ja. So, jo, wenn den eigentlich los, dann ist Treppboys auch nicht. Ja, da muss ich nur sehen, weil eben bei den Boys der meisten mit dabei sind, den Hoffmann mit dabei, die dann einfach konnten am Spiel selber angreifen. Da
Sie haben auch gesehen, nur Martinovic hat zwar gegen Titel in einem wunderbaren Match gemacht. Ne? Die konnten den auch absolut nicht auf den Griff. Eigentlich parat. Wichtig, bleiben wir mit Hinten Trivic, übrigens, ja. Ein neuer Lützebäuer, also nicht neue, also den Lützebäuer Nationalität getötet. Ja, okay, ne? Okay. Also ein interessanter Mann, den man vielleicht dann noch eigentlich an der Nationalkarte gesehen hat. Ja, danke. Ja. Da lief dann natürlich direkt Konterattack. Ja, viel Hektik bei den Kerschinger am Anfang. Zwei einfach Bälle, diese Dolo. Wobei du spielst, dann ist ja, das wäre gut. Du warst ein Aufschluss schlecht, dann wird es schlecht. Ganz genau. Aber natürlich, sie sind den Trivic, das wird man manchmal auch gesehen. Also, der Pivot ist einfach bei der Kerschung aus einer Schlüsselposition. Gegen Trivic wird ein bisschen wieder 7 Meter oder gut. Ein Schäferrad von Chris Roger. Ich meine, das als Jorapes, was. Das ist mir Handballherz, Fried. Hey, schon das ist eigentlich schon ein technischer Fehler. Und dann mir Riesic, den die Ball aufgefangen wird. Und den noch zurückgeht. Ja, ein Kisogé, lang verletzt die letzte Saison. Ja, Gott sei Dank, Thomas. Wenn ich eine Rückenoperation habe, das ist nicht so evident, dass du ein Gold gibt. Von allem. Dass die dann so schnell so gut erfahren. Ja, da muss aber die Kerschinger taktisch noch länger positionieren. Wie wir gesagt haben, mit einem Tom Weiss, mit einem Jacques Tiron-Sani, mit einem Temelkov auf der Bond, mit einem Radstift, oh, ja. Du hast den echten Goal für die Kerschinger, die du verkehrt hast. Also ganz hohes Tempo, du hast schon an den nächsten drei Minuten. Das kennen wir ja von den Kerschinger Experten, die ich Matcher von Kerschinger gucken. Sie haben gesagt, die haben alle Kerschinger Handball gespielt, die wir gekannt haben, wo sie ganz erfolgreich waren. Mit dem ganz schönen Tempo-Geige stehst du noch da schneller mit. Ja, dass du natürlich so Tempo-Geige stehst, den kann ich nicht mehr, wenn der Goal gibt. Den größten Teil von den Bällen haben den Helden, dann eben den Konter kann er sehen. Der Goal gibt, hat keinen Ball drin, dann spielt es auch kein Tempo-Geige stehst. Und dafür muss doch ein bisschen etwas aus dem Spiel können machen. Du musst mal aufwärts, wie die Rückkehr zu den Kerschinger funktionieren. Wunderbar, von der Seite. Daniel Scheiße noch mal rein. Kann ich mir jetzt nicht verstehen, dass den zu Birsch im Hexen zwei Bälle auf der Band kriegt, die ganze Match immer. Ja, nicht zu verstehen, dass für mich die beste Linksbahn und die Band immer am Band. Die kriegt man, der Rippen ist kein Ball auf der ganzen Seite. Unverständlich. Ja, aber das ist eben, du hast so Matcher, wo einfach. Mit Matcher, du kriegst Ball, die meinst viel, weil du sagst, so, Matcher, du kriegst Ball, Ball, gut kein Ball. Und das war so ein Ball. Du hast aber die Bierschmuck gut verteidigt gehabt. Das du spielst überhaupt ja, ja. Du in Amerika, ja, war, natürlich. Ja, ja, das ist ganz richtig. Trotzdem ist so ein Equip, wie die Dave-Verdinger natürlich mitten kann, für den Jungen dann ans Spiel zu bringen. Ja. Also der Meister auf Trivic, weil er reinkehrt im Rundrum. Das sind schon zwei super Paraden. Ja. Den Trivic lang 4 und nehmen Bobo. Also. Viermal vor. Der Meister auf den Tiron-Sali und den Jacques, den du an den Flug geht, an den Rossarzt. Ja, und Tiron-Sali. Wir noch tief gespannt sind, nur seine Erfahrung am Ausland, wo er zurückkommt. Es hat ihm sicher nicht geschürt, hat immer jeder gesagt, er hat eine Figur, ein bisschen Muskulis zu lehnen und so, ein bisschen Selbstvertrauen kriegen und seine Wirf. Lo hast einen Trick gekommen, du musst eine Verantwortung überholen. Das ist schon gesehen, von der nationalen Equipe, die letzten Matches, die letzte Saison. Also, der Junge hat hier richtig, richtig etwas beigelegt. Die Leute denken, die Tante, die ist formidabel. Und den kann man wegräumen, aus dem von der Wand an den Rückräumen ganz. Das ist einfach ganz, ganz gut. Also, rimmentechnische Fehler von den Leiferdingern an der Mais. Ja, der Mais hat das auch so ein interessanter Spieler. Ne? Von Leiferdingern nur zurück auf Kerschen gegangen. Ja, war anscheinend nie so ganz zufrieden. Auf seiner Ersatzzeit. Ja, muss ich mal gucken. In all den Zickern, den ich dort rasset, muss ich nur gucken. Also, ich fand das eine enorm hektik im Moment. Die eine Seite wie die andere, Fehlpass, beziehungsweise schlecht geschossen. Oh,
auch interessant, dass auch Talef bei den Kerschinger, den Rago, weil er nur Wolf und Mais, den natürlich schaut mir, wie warm wir sind. Hier hat den Deferdinger zu weisen, dass du die verlierst. Oh, schöne Goal. Der muss den Bock über den Ball unten, nur weil. Eine verstoppte Chance. Meter, ja. Da wird ein Kerl gesagt, dass du durchgehst mit dem 10 Lohn Kreis, wo auch die Kerschinger du gewesen sind. Du hast nicht in Tribut zu bannen, aber direkt reagieren. Dann ja. Hast du Erik Schröder um Kreis. Könnt dann nur zum Beispiel. Ja, ein Tribut, den du ein paar unglückliche Minuten hat. Ich laufe vielleicht ein bisschen ablesen und dann besser trinken. Ich meine, der Herr, der du lieber heißt, aus dem Mikro. Stimmung aus hier an der Halle garantiert. Und den Deferdinger wie dem Kerschinger Publik Trommler sind alle gut im Rendezvous für eben hier Equipe nur 4 zu peitschen. Also mir geht schon, das hat ja schon Playoff-Stimmung an einem Match für den Qualifikationspass. Ja, 3 Stunden auf der Hoppe gewählt, dass wir Platz haben. Nur für ohne Bedrängnis ein Fehlpass gemäht, das ist eigentlich nicht zu excusieren. Das ist entweder Abregung, Nervosität oder unkonzentriert. Das darf nicht wirken. Das war ein Trainer im Interview für Drew gesucht, hat die Kerschinger, die letzte Woche nicht zu konnte, gegen die Ascher spielen. Weil zum Beispiel Quarantäne war für die ganze Equipe, wie den Schöpfinger Junior gegangen war. Ja, und dann die Ascher, die haut aber keine spielen, weil sie einen E-Fall hatte, genauso wie die Mirscher. Schöpfling war, du hat doch nie Pasch angefangen, dass da 3 hatten. Der Schnitt konnte spielen. Und zweimal haben wir den einen. Und zweimal haben wir den einen. Den ja. Und dann 2. Mit Rhythmus hast du dann, das war bei Schöffling und erwähnt 400 Saison. Ne? Mit viel Caching hast du Rhythmus für Karimo in der Brach gehen. Ja. Du warst in einem Rhythmus eigentlich alle Wochen Match oder sogar 2 mit englischen Wochen. Am nächsten 2 Wochen bin ich mal direkt an der Aufgangsphase kein Match. Das steht natürlich ein Equipe an der Präparation. Und ich stehe natürlich auch hier und die wissen eigentlich genug Stimmen. Ja, das geht ja. Die du am Batinovic, den du schön bond ausspielst an den Aldin Sekan, den aber noch nicht ersetzt. Aber die Deferdinger behalten den Ball und bleiben so weiter an der Attack. Boah, dann geht es noch 2 Minuten gehen. Ja, die muss doch da gehen und die geht dann noch. Profitieren wir hier auf die Anger Terrain ein bisschen zu gucken. Dickrisch erst 6-9. Aber du haben die Dickrisch also relativ gut gemacht. Also, wenn ihr guckt, wie du in den letzten Match gegangen hast, mit den 6 Tore, die sind du aber schon geschossen. Das sind da viele Fahrer vor. Die letzten, ich weiß noch nicht, ob hier Ausländer dabei sind, die hinten gefehlt haben. Ich denke, wir sind 6-6. Ich denke, wir sind 5-5. Aber wir haben knapp Resultate auf denen zwei Terrain. Ja. Also mal gucken, wie es so danach weitergeht. Du hast ich natürlich auch regelmäßig umlaufenden 6-3 für die Neuverdinger, die du erheben, nur 9 Minuten. Vom Max Kohl, den die Goal du gesagt hat. Ja, Max Kohl auch, den das für noch mehr Spielzeit kriegt wie die letzte Saison. Die von Aschio für ja, 2 Saison auf Neuverdinger ja. Ist. Ich muss ihn dabei sein, der Max auch oft schwer verletzt. Aber das ist schon ein Wunder, dass er nicht mehr haben, so gut herumgekommen ist. Ja. Tyrannzelli, weil er den Verhältnis verantwortet. Die Tante, das ist enorm. Ne? Das kann ich noch heiß suchen, also heuer Match. Zwei Phänomene um Terra, also das, an die Malta waren wir nicht so fit wie die zwei, wenn du guckst, und Damir Riesic und Demelkov, die an die Feier zu sind. Und aber ja, aber zu, noch immer die wichtige Basis von den zwei Kindern, die nur den Austria auf dem Kies, den du auf der Siegelfeier hast. Das sind wirklich zwei Handballphänomene. Ja, ja, also, ja, absolut. Und die auf diesem Niveau noch etwas können bewirken. Kaum recht zu denken, Riesic an der Defense bei den Deferdinger noch ein Temelkov aus der Equipe nicht recht zu denken. Wird schon abgehalten, dann so einen Rimm gefroren wie, nee, sie brauchen den einfach.
auch natürlich sein Uso und seine Begleitung von den jungen Spielern. Das auch Gold wert. Tom Eis, der noch sein zweites Goal vom Oben schießt. Ich könnte mir vorstellen, dass der taugt, ein wichtiger Spieler kommt. Technische Fehler von den Dave-Verdinger. Und dort den Popescu, den bei den Kärschern und den Christoph kennt. Ja, sein Papa ist hier auch kein Unbekannter. Nee. Nico, der Freier zu Dave-Verdinger spielt. Auch so ein Handballfamilie. Ne? Ja, also, ja, das ist, der Père en Fils, gleich, ja, wie also beim Austrion. Ne? Genau, genau. Aber wenn er auch gesagt ja, die haben ja zusammen gespielt zu Dave-Verdinger. Ne? Tappen. Ja. Timeout von der Kärschinger, da haben wir noch 11 Minuten, 11,5 Minuten. Wo der Trainer, auch ein ganz interessanter Mann, der Sylvain Gérim, probiert, den Kibbelo ein bisschen umzustellen. Da haben sie wirklich einen ganz kompetenten Trainer auf Kärschinger geholt. Hier die Ägypto ja, neu anzustellen, nur der letzte Saison, wo die problematisch da war. Das war auch der richtige Zeitpunkt, wo schon für den Timeout zu holen. Weil er gemerkt hat, dass seine Ägypto nicht am Ugriff nicht so richtig funktioniert. Das ist eine Gänzeleistung oder zwei Uhr vom Mais auf dem Tirancelli. Mit das aber nicht, dass du aus dem Spiel etwas könnt. Aber wenn nicht könnt, dann geht er in unserem Kreis reingespielt, dann geht er in den Ball nicht ran. Also muss der Trainer reagieren, weil er das schließlich aus der Hand hat. Zwei Goaler, also muss ich nicht mehr. Geht das in der Kippel um den Rauhest oder ein bisschen neuer stellen. Bei der Rapper ist du, wird es kein Grund für eine Panik zu verfallen. Wir spielen jetzt gegen den Ruf, wenn er gefehlt passt, weil da schätzen sie ja nur im Goal. Ja, das wie du siehst, in der Panik verfallen. Aber konzentriert bleiben musste. Der Bosch ist 2 Goal auf 4, 2 ja, ja, kleine Fehler. Dann hast du den Gegner bei. Ja, und dann wissen einfach, ja, der Gegner ist halt nicht egal wen. Das sind die geringen Leben von Kärsching, die wirklich schon noch zugeißen werden, wenn sie hier Chancen kriegen. Ja, aber du weißt ja auch, wie es geht, wenn es dann einmal ein bisschen Licht fangisch ist. Dann einmal, dass sie sagen, Avantage in den Retail gehen und dann. Ja, mit dem du musst du dann den Würf natürlich nicht so verschießen, wo du auf der Kärschinger Seite noch den Cosanti an Verteidigung kennst. Das wäre nicht für zu schießen, ja. Cosanti, den du mit Rago eben wirst, Verteidigung Angriff. Ja, weil nur die Dave-Verdinger, die dann noch den Schuss verzeihen. Ganz viel Hektik, nur eine Nervosität an den Aufschluss. Also, merkt den aber, dass Cäsar noch jung ist. Jugend- und Spitzenmatch. Außer dem Heimmatch hat Kärsching und Jona nicht werden sie. Ja. So, an Treppers hat er zwei. Gell. Die müssten ein bisschen mehr Rhythmus mit. Wie gesagt, das auf beiden Seiten eine Hektik pur. Ja, das ist auch vielleicht eine Hektik. Ja, die Covid, die schwirft aber noch immer über allem. Sie fährt nach allen guten, über alle besten. Ich fährt das Ball nicht mehr so. Wie wenn ein Championat da war, denke ich, nicht fertig gespielt ging. Und ich meine, das ist ja vier Runden, weil der Teil ja auch so vier geplant immer für einen Playoff. Das ist ja oft kritisiert. Und ich meine, letzte Saison haben uns alle gute Lektionen gelehrt. Du weißt nicht, was geschieht. Und du weißt nicht, was noch kommt. Du hast die Covid, hoffentlich könnte eigentlich der andere. Aber du weißt nie, was kommt. Und dann hast die Punkte, die es los die hörst du. Und dafür sind die Matches auch eigentlich so, wie es nur sind. Dass jeder in einem Match 100% geht. Ich weiß ja nicht, wie es so richtig ist. Ja, Martinovic. Das ist einfach toll. Bist du noch gerade gesund? Ich weiß nicht, was kennt. Wir sehen dann, dass wir das Jahr ein Playoff kriegen, das Cäsar. Wir sehen dann nicht, dass wir nur dem alle Retour, dass dann der Champion fällt. Dafür hat es wichtig, nur zu spielen. Noch ein Punkt ist du nicht. Aber ich hoffe nicht, dass der dann. Das hat nicht ausgeschlossen. Also bis logisch gesagt schon alles gut, dass die Menschen, die ausgefallen sind, sind auch soweit alle gut gelöscht sind, dass noch alles ganz gut ausgesagt. Die Schöpflinger auch die Feiermatcher nutzen. Ich meine, die sind alle gut nach fixiert. Oktober, November eigentlich sind die Menschen alle gut nachgeholt. Ja. Also dass wir noch immer am Klang leihen en vue vom Playoff. Ja, mit der werden wir dann nicht weiter geschehen. Muss dann mindestens bei der Situation aktuell bleiben. Wenn das sich verschärft oder verschlimmert, dann haben wir ein Problem.
Ja, aber das hoffen wir ja nicht. Das sieht schon relativ gut aus, die letzte Woche. Das hat wohl eh Match ausgefallen, wie wir zu nicht her müssen. Aber andere auch ständig. Sodass, ja, es sieht aber nicht so schlecht aus, dass man nicht das Championat ergeben wie für dich. Wie natürlich, dass wir es sehen, muss man ein gewisses Bier sich tun an Vereinen und die auch alle gut sind. Und das ist auch gut so. Ja. Und das gibt natürlich auch den nächsten Puffer schon an dieser Phase. Von mir ist natürlich als Handballkenner drüber frieren. Also, das Wichtigste ist, dass der Championat im Laufen bleibt. Weitere Goal. Das Eifling geht nur 3 Goal auf 4-6 links. Ja, du musst aufpassen. Ich würde gerne Fehler kriegen, aber nicht. Ja, du musst aufpassen. Der sind. Nur gerade 7 Meter, haben 2 Minuten. Auch noch so lange gegeben, ja. Das ist etwas, was ich nicht verstehe von Schmiller. Das ist ein ziemlich intelligenter Junge. Der bleibt einfach weg. Einfach wegbleiben. Was ist das bewährt? Du greifst ihm an den Arm. Entweder, was kannst du geschehen, wenn es nicht geschehen ist? Geschehen Kohl oder Multipel. Wenn du ihm an den Arm greifst, sagst du, das ist 7 Meter, du gehst 10 Minuten, du schweißt deine Kippe 10 Minuten. Also, einfach wegbleiben. Ja, der Batinovic, den steht auf dem Spielmund, das so erlebt, ne? Ja. Da wird es schon Spatz bei 6-7. Muss zu Kirchen noch eine Reaktion kommen. Ja, wir haben am Handball schon viel gesehen. Du hast, Fidro, gesagt, letzte Saison Bierchen Red Boys, wo die Bierchen mal 8 Goal auf 4 waren. Und die Matchen aus der Hand gehen. Und also es gibt nichts, was man noch nicht gesehen haben. Auch die Kirchen waren vielleicht schon Experte daran, wenn du weit 4 zu sehen und dann aber noch zu verlieren. Ja. Also, das ist nur echt eh feierl gespielt, ja. Also das ist noch alles möglich, natürlich. Aber natürlich musst du an die Spur fangen, weil er noch keinen Fehler gepafft hat. Das ist auch noch ganz wichtig an der Phase. Weil wenn die Dichterdinger sich natürlich 5-6 ja, Goal aufsetzen, das auch, dann... Das muss auch sanktioniert gehen, das kein, kein Zweifel. Den wird schon dadurch die Fehlpass gemäht. Guck, das ist etwas, das mir nicht so richtig gefällt. Da gehen sie dich Schreider im Kreis sicher. Weil voilà, er kommt den am Rückgang zum Durchsetzen. Mit dem können viel zu wenig. Ja, das, wie du siehst, mit mir natürlich auch so eine Idee von der Defense, die steht. Das ist aber eine ganz gute Defense auch am Championat. Also, die kommen, die Defendinger kommen über die Defense. Die Kirchinger kommen ganz gerne über den Chris Auger, über ihren Goalkeeper. Und das zur Parade muss der Lob noch ein paar bringen. Ja. Für dass die Kirchinger am Match bleiben und dann rumkommen. Aber. Und das natürlich, wie du auch siehst, du gehst mal gefordert an einem Match. Ne? Ja, ja. Also der starke Gegner, du gehst hin. Und das für Ava nach einem großen Unterschied, ob du gegen Standard, Schöffling, Miersch, Dickrisch spielst oder eben gegen Hitling, Miersch, Modasch. Weiter parat vom Hochbuch. Rekrem von den Kirchinger steht eine Menge näher, viel zu viel Lohn in der Verteidigung. Da gehen wir nicht selber, die gehen hier schon mal in der Verteidigung direkt zu einem Meter. Könnten eigentlich aus dem Leben rennen, aus dem Spiel rennen. Und natürlich nur ein Riesenlach für den Peter Ostrion, die da frei laufen gelöst gehen. Also natürlich stehen da noch ein Ersatz. Es war kein guter Repli defensiv, du hast keinen aufgepasst. Du hast doch keine Sohn, der Goalkeeper kann noch rauskommen an der Konterattacke, natürlich ohne ihn zu geheilen. Ne? Ja, das ist immer das Risiko. Guck, da sind doch viel zu viele Leute direkt unter Verteidigung. Du sehen das ein Bell. Nur den zweiten. Und du, der Rago, den aber du, der Wolf kriegst. Ich werde mal ein bisschen auf die Tür rangezogen. Ich bin wirklich so in die Deiferdinger Defense, die ist ganz agiler, ganz wibblisch. Ja. Das ist dann noch schwer für die Clasher zu kriegen, die das ganz gut antizipieren, das Kirchinger Spiel. Aber dann brauchst du die Überraschungsmomente natürlich. Aber die hat die Kirchinger bis noch nicht gehabt. Die Kirchinger die spielen ein für den Weg, die ja. Von einem Firm probieren zwischen zu gehen. Das, ganz gut antizipiert. Und nur der Cosanti an der Kante. Ja, also Hund hat die Chance, den Ball an den Popescu, den sich durchsetzt.
Und dann kriegt er aber eigentlich 7 Meter, oder? Kriegt er nicht, ist noch gespannt, ob er 7 Meter geht oder ob er noch frei zum Wurf kommt. Nee, er geht dem Goalkeeper den Ball zurück. Er sieht, du wirst weil über den, wirklich über den Replay gespannt, wo der Fehler aufhängt, dann abhält. Guck mal, vielleicht verliert der Ball den Ball. Möchte dann das richtig, setzt sich durch, wird da gesteuert. Ja, aber du hast aber keine 7 Meter gegeben, weil das durch den Fehler, den gemacht wird, hast du nicht mehr richtig zum Schuss kommen. Du hast doch keine 7 Meter. Also können frei zum Wurf, was du für mich nicht kommen. Also, mir bon. Patrick Simonelli hat da ein bisschen anders das du gesehen. Weil so richtig konnte ich aber du nicht chasen. Also, nein, weil dann war komplett desaxiert gegen den Namen. Ja, mir gut. Mir gut, da bitte haben die Idee, also was das noch? Ich meine, ich muss ihn da doch ein bisschen so gesehen. Ich habe nur festgestellt, dass in den 20 Minuten oder wie lange es noch am Gang, dass an den 20 Minuten so viel Fehlpass dran wären, so viel schlechte Schüsse, dann dürfen wir bitte auch mal ein bisschen vielleicht daneben leihen. Also, das ist nicht dramatisch, aber in dem Spielstand da sowieso nicht, dann zu dem Zeitpunkt auch nicht. Guck mal, ein kleiner Terrain. Dickrisch erst 11-15, die Dickrischer, die du aber ganz gut mitteilen, muss ich sagen. So. Nehmen wir Feuergoda für die Jascher. Dittling Bierschem 11-11. Aber mich spricht besonders für meine Mierscher, die sind E-Goal 4 gegen Peiting. Singling, ja, das ist ein wichtiges Match für dich, die haben gesagt, Zing-Zingelo ausgelacht. Das ist für sie einfach der Match. Gesagt, wenn wir gegen Peiting wannen, dann sind wir lanciert natürlich. Lanciert, ja. Dann sind wir oben genug gekommen. Wir können Selbstvertrauen. Ganz genau, und sein junge Keeping, ja, und danach Lieder, den Haut fehlt. Ja, interessant, muss ich gucken, wie das natürlich so dann da weitergeht. Ja. Das ist natürlich, das ist auch das Spannende. Sonst bist du für ein paar Jahre bei mir gestorben, und uns da auf 10, auf 20 sind sie aus der Halle geschaut, genauso wie Stand, wo die Demonstration war. Du erinnerst dich noch ganz gut alles, was du, da hat man so Fahrstuhlmannschaften. Ne? Ja. Ja, du mal denken, du mal noch. Wir waren an der Zeit immer ganz unbequem. Wenn sie spielen, wie so der Nationalteam. Dann waren immer heftig Menschen. Da war es immer relativ rau hier. Ja. Mit das aber noch flott, so ist wirklich, dass man die zwei Championate an einem holen. Ich meine, du sind ja auch viel positiv überrascht. Das hat auch kein Geduld. Du schiedst, da kommen die Mierstock auf Stand, da kennt ihr ab. Da gehen die aus der Halle auch geschossen. Da könnten eine andere Equipe. Rimmling. Ja. Die kann ich noch nicht negligieren, das muss ich einfach mal sowieso. Also dann haben wir da schon 6 Innen, die praktisch gleichwertig sind. Auf welche Würfe die gleichwertig sind. Ja. Vielleicht können die von den 6, die gleichwertig sind, Innen, dann die sich mal entwickeln, für richtig rumzukommen. Ja. Weil das ist natürlich immer da das Problem mit der Finanzen. Das hat in zu dieser Zeit natürlich die Finanzen, wie groß den Unterschied bei Bimol geht zwischen den Vereinen, wie rasant den Unterschied zwischen den Schwingen. Primus, finanziell Kärsching, Aschret, Beuys, die werden an Long Term, oder mit Dittling, die noch gut mitnehmen, an Long Term sind die aber von den Klängen nicht so schnell anzuhören. Ja, nein. Rocco, schöne Goal, das bringt er. Ning Ele van Deifading hält den Goalkeeper raus, für du an der Innerzwölle. Es ist hier schon eine Chance, wenn der Chris Auger ihn hält, für du direkt reden. Wir kennen ja den Chris ganz gut, zieht man immer noch 10 Sekunden. Nicht ja schon den einen oder anderen gesagt am Championat. Marschige Pauf. Ja, du musst es ja gehen, Voilà, Leitner da, voilà, ein kleiner Überzüll, dann für den Kärschinger, der Ball noch 4, und seine Christopher Peskow, der Ball frei. Ja, Sattenschluff für die falsche Seite entschied, für zu spielen. Hatten das nicht direkt gesehen. Boah, da mussten sie eben Lonaio fangen, du 6 gegen 6, du kein Überzüll mehr auf der Seite. Edgar, auch ein ganz interessanter Spieler, da auf der Halver, du. Ja. Die entdeckt ging aus am Präqualifikationsturnier letztes Jahr an der Kock, wo hier für Dritte gespielt wird. Ja. Ich meine, da hat noch ein paar Goals geschossen. Und hat ein paar geschossen, das ist mal nicht durchgegangen, aber da ist die Nationalequipe überragend gespielt auf dem Turnier. Ja. Da konnte ich wirklich so auf dem Turnier
Das war eine von den besten Nationalequipen, die wir gesehen haben, überhaupt, die letzten Jahre. Ja, ja, ja. Da haben sie leider gegen das nicht das konnten abrufen, was sie da gewesen haben. 2 Minuten gegen Daniel Schalt. Wäre interessant, am Oktober geht hier los, die nächste Präquali. Leider muss man ja im Präquali spielen. Ja. Aber ja, da muss man holen, wie das ist. Ja, da ja. Können wir ja nicht auf die Briten da treffen, wie weiß. Das ist alles menschlich, ja. Ja. Da hofft man natürlich, die beiden Damen ein Heimrecht zu kriegen. Die dann nachher Heim auf den Heim für den Künstler. Ja, das ist ja zu qualifizieren. Bastian Edgar, den dann noch unter die geht. Und den dann noch rassetzt, ob Sing auf 11, Kershing, die auf E-Gol, Rusin, an den Iwer zu holen. Die verdient die Rimmel-Golkeeper raus, dass er da weiterspielt. Also ganz spannend, hier ist Feier am Match dran. Ja, das was wir vorhin festgestellt haben. Weil 7-11 oder 10-11. Das geht so sehr hin und her, über den dran. Und der andere Seite Geschoss, das ist immer die doppelte Nerve, den das gibt. Also nur Maxi, Gepav oder Kreis, was wird denn, ja. Kann ich mir noch nicht vorstellen, was das da war. Bestimmt dabei, und den Pierre Weidich, den rasetzt. Auch ein Nationalspieler. Wirklich schon, die hier im Terrain stehen, das ist schon etwas hier am Lützburger Handball. Sicher von ihm, ja. Ja, wenn du bedenkst, die stehen nicht immer zusammen im Terrain. Da kommen da von der Bank ran, ne? Ja. Da seid ihr, was hier an Qualität, aber auch an den zwei Ekippen aus. Ja. Ele Wede, wo hast du denn ausgeklappt? Wo ich nur vielleicht auf dem Boot für die Nationalekippen kann sicherlich feststellen, dass es ganz benefit ist. Für den letzten Handball, dass der mittlerweile so viel an Deutschland spielen gehen als Jungspieler. Und die, wenn die zurückkommen, das sind die Sternenspieler, wenn sie an diesen Clip entweder dritt, zweit oder vielleicht so gut wie den Dingen. Ich bin nicht die ganze Zeit zu spielen. Da geht dann die ganz andere Bild. Schöne Golf von Bonic. Ja. Wir gehen noch die Ausländer, die auf Plötzburg spielen kommen. Das ist auch Qualität. Ne? Das sind auch schon Namen, die aber auf einem gewissen Niveau aber gespielt haben. Ne? Ich muss ja noch dabei sagen, dass die Ausländer, die an der Zeit auf Plötzburg gekommen sind, die waren noch richtig gut. Und die waren in Plötzburg noch nicht so gut. Und dann ist es immer für die Ausländer durchgegangen, mit der Haltung von dem, wer sie gewinnt werden zu nehmen, dass es dann immer langsam durchgegangen. Und nur 2 Jahre oder 3 Jahre später wären sie nicht besser wie die besten Plätzebäuer. Ja. Weil sie sich da gorgelos sind, weil sie ohne mit 3 Mal trainiert und dann noch mal sonst freier Herr mit dem Ding holen. So, und dann hast du die mit dem Fies vor. Ich meine, Treppe ist so dann ganz oft gesehen. Freier Distanz, der hier ist man da. Da wären alle Equipen, die mit denen reichlich aufgefallen sind oder durch die hier aufgefallen sind. Ja, das ist natürlich. Die sind natürlich noch da, ja, bezahlt und haben sie nicht mehr Brot. Ja. Das ist halt nicht der Fall. Ne? Nee, und hier ist es ja mittlerweile so, wenn sie die Richtung nicht bringen, dann gehen sie aus gewesen. Ja. Ich meine, das ist. Schöne Goal. Von Marie. Ja, das ist mittlerweile Vereine, die können den Luxus auch super, erlauben, das, ne? Ich habe das global gehört, dass sie den Krise rausholt. Wir benötigen nur noch nicht ganz viel. Wir werden noch nicht ganz viel Geld drin. 2-3 Paraden hatte. Ja, da geht nicht durch, auf jeden Fall. Und dann Jérôme Michels, ja. Die und Mika Hermann lo an der Nationalequipe Goalkeeper waren. Marschi aufgepasst. Ja. 12-13 an die Dave-Verdinger sind an der Attack schön gut gespielt auf die Krise, aber gut verteidigt auf Trivic. Oh, das ist doch kein Lappische, ne? Also, ja, das ist kein Scherf. Das schon ja. Nun, ne? Ja. Ganz faire Mensch auch, muss ich sagen. Ja. Trotz der Hektik, die dran ist, ne? Du gepackt, mir aber noch nicht. Oh, 2-0 muss ich nicht dran. Und das ist aber auch ganz verdient für den Mitte, wenn sie einen Lied beibehalten, wenn sie konsequent ihr Lied beifügen, einen gewissen Herd zulassen, nicht zu viel. Das ist ein Spieler, wenn sie intelligent und schnell gut dicke. Shea passt auf den Kreis. Sicher, setzt den dann noch heran.
Das ist dann den Allen Zekern, der den Rande gesagt hat. Den Mialen Zekern. Ja. Hat den doch bei dir zu Schöffling gelehrt? Doch, doch, doch. Das wäre ganz grotesk gegangen, wieso das den auf die Treppe ist gegangen. Das, ja, schon ganz lang hier. Ja, ja. Das ist natürlich das, wo ich auch immer in Diskussionen gehe, so Vereine wie nicht mehr Schöffling oder auch Miesch oder Dickrich, die noch immer gute Jugendspieler von mir hat gehabt. Und die sind ja nur dann auf die Chance kriegen, sind sie dabei die großen Vereine gegangen. Ja. Und ja, da war das, was du erschafft hast, an der Jugend habe ich das da fort. Ja. Ganz gut Spiel. Super. Und du hast einen Trivic dann da und du schießt den Rand auf 13-14. 2 Minuten, ne? Ja, du, weil es gut wegkommt. Ja, weil du hättest aber nur gesagt, das sind aber 2 Minuten, weil er war ja aber am Sprung. Und dann gibt es hat aber auch kein gemeckert. Also von daher schenken sie dir mal die Witzke. Auch die ganze Scheine. Auch so. Also den wird schon ein Glück gesehen, du, ja? Das war ein User, der durfte nicht sein. Waren da ein Dave-Verdinger drin? Hatten sie gerne Stürmer faul gehabt. Ja. Hat ihre Bissen weggedrückt. Es ging aber so in alles am legitimen Bereich. Fehler gepafft gehen. Das hat die Schlafen gelöst. Ja, ein bisschen im Trikot natürlich auch da gezündet. Ja, das ist immer die ewige Diskussion, die ich schon seit Jahrzehnten gibt. Aber das ist ja auch schon mal an den 90er Jahren, wenn das jetzt schon mal direkt bestraft ging, mit 2 Minuten. Ich weiß nicht, was das nämlich praktizieren. Das wäre nämlich ein ganz gutes Sache. Weil sonst den Nico unhält, aber nicht mehr ein Bruchteil ist. Und ich meine, spielst du. Dann könnt ihr nicht auf die Position, wo ihr dann wisst, wie es kommen. Ganz gut, dass du verteidigst. Na, ja, super, ja. Also ich will nicht, ob du richtig verteidigst. Ich muss ja auch noch mal so. Geht leider direkt weiter, dafür mal keine Zeit für den Replay. Das tut für mich ganz komisch gesehen. Also ich hatte echt schon über 7 Meter gedürcht. Ja, da habe ich den Mund gesehen. Also, voilà. Und da rennen ein Keier, voilà. Da rennen ein Keier, so eine Situation, ja. Sie lassen das laufen. Ja, die können es auch ein bisschen geflühen, sie beim Kopf hier. Das ist auch vielleicht ein richtig gefährlich. Das ist aber eine Bewegung, du, die dich aus dem Gleichgewicht bringt. Das wird dann noch gefährlich. Ja, aber das von so der Wind als Ried ausnimmt. Ja. Wenn du mit dem Licht stößt, dann geht die Tür. Und du darfst aber immer. Das war mal. Marche, klare Marche. Das war enorm schnell, also enorm. Ja. Und vergiss dann zum Schritt zu ziehen. Ja, ja. Ein Lampf hier. Würde schon 2-3 Mal. Ja, der Pass, du hast wirklich scheiß raus. Probier, ja, ja. Du spielst in der Brieche. Ja, und die Hände weg in den Bein. Ja, man, so, und noch geht noch, noch geht hin. Abwand raus. Schon an alles. Wir gucken mal, wie die Ball da drinnen lassen. Die wissen, wo die Ball da ist. Also, die Jungen da, die haben einen super Spielabbau, die Dave-Dinger. Also, das muss ich nicht sagen. Ich muss auch so ein schlecht verteidigt von den Kerschinger. Weil das haben wir früher auch gesagt, von der Ball von der Mitte mal so. Und das, weil du nicht die erste auf Band kommst, da stehst du nicht richtig. Ja, ja. Nach 5 Sekunden werden wir an der Wucht fahren. Ja, und das ist natürlich ganz wichtig, 13-17, hier an der Halbzeit, ja, eine verdiente Feierung. Aber wenn ihr bei den Kerschinger ein bisschen komm an der Hexe, wo sind die drei Goaler hier gekommen? Sonst an der Anfangsphase, der Trivic, 3 Mal lang für den Goal, nicht der Abkret, wo die Defendinger direkt kommen in die Kammern, die Kerschinger laufen dem direkt Hand rund, kommen bei, dann machen sie mal einen Fehler, was ganz normal ist. Sie holen sich auch Schuss, wo sie nicht holen sind.
wenn sie sie holen, dann hat es entweder überhascht den Schuss, für einen 2-3 Schuss, die waren 50-60 cm über den Boden. Ohne dass sie gestoßen wird, gewirr, oder dass sie behindert gewesen. Das sind aber Sachen, die Schuss, die der wir dann nicht holen. Da muss ich nicht mehr rüberspielen, raus auf Band oder so. Du bist zu super Band, wie weit meinst du das nicht? Also, du musst ihn an der Kabine der hat einfach analysieren. Und ich ging mengen, die Trainer sind ja an zwei so routiniert, dass die das werden. Der hat nicht gekriegt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob die zwei Teile schon. Ja. Weil das du die hast noch nicht gelesen, die Masse. Nee, und wir gucken aber kurz vor der Halschnur auf die anderen Terrain. Ja. Hier mir auch an die Pause gehen. Und da ist dann dickere Schacht 13, 19 war. Aber hat natürlich auch. Das war gut. Die, natürlich, die dickere Schacht, ja, war. Par rapport zum nächsten Match auch viel gut, also geschossen, ja. Mal gucken, wie das da war. Die Ding wie ich mir ausgeglacht, 15-15, das war ja auch so ein bisschen erwartet. Ja. Ist das ein Küche? Und dann mir ist 11-13-4 zu Peiting. Boah, du hast natürlich schon noch kein Mass gelesen. Du hast auch noch Pause. Und ja, das ist eben, wenn du guckst, ja, das sind überall noch halt genug spannende Matches. Auch die Match hätte ich können natürlich hier weisen, ob Handball TV wie genauso gute Spitzenmatch gewischt. Smart, wir haben nicht im Laufenden, wie es durchsteht, und man ist halt nur der Pause rum. Mit Kärsching, Red Boys, wo es mit 13, 16 an Pause geht. Hallo, kleine Bock, Publicität für euch. Schiedere von uns. Das geht los ums Twitter, mit der die Virus sich verbreitet maximal. Die Strengungen, die Trails sind groß, das ist alles gut bewusst, das ist nicht einfach. As we come closer to a nationwide lockdown. Mein Name ist Daniel, ich spiele seit 20 Jahren Handball, aktuell zu Deverding beim Handball Red Bulls und auch für die Lützburg Nationalequipe. Seit dem Januar spiele ich mit der Söhne von Petersburg und ich spiele mich bei den Trainingen und bei den Matchen viel mehr stabil an meinem Schuh.
Bonne Chance. Wir bringen Bewegung ans Spiel. Salles Lens. Moving People. Matchspielen, Matchhelfen. Livestream.lu aus zusammen mit Apach TV, eine Plattform für Air-Eventer live im Internet und auf der Television zu verdrohen. Ob Konzert, Theater, Sport, Pressekonferenz, Gemengerot oder Produktvorstellung. Wir bringen Air-Event bei eurem Publikum hin. Und das mit all den Emotionen, die dazu gehören. Um PC, Tablet, Smartphone und auf der Television um Kanal 82 von Post TV und am ganzen Reso von der Altrona erreicht ihr ein großes und von Zuschauern für ihre Massage mitzudehlen. Alles dat auf viel mehr, dadaslivestream.lu. Zusammen mit Apach TV. Weiter Informationen kriegt ihr um 26 37 44 37 oder ob info@apart-tv.lu. Fundeleit, Viertleit. On a probe and yeah, she's fire walking, she's fire walking through the flames. You'll see her rise right through the smoke. Don't be surprised because she's fire walking, she's fire walking. But it cannot touch or burn her, cause it won't small big concern her. Yeah, she's fire walking, she's fire walking to be free. Apart TV. Lifestyle, business, and culture. I've been around the world, seen a lot of things as the earth has twirled. Been amazed and excited, collecting the clues when I was running, trying to fill my own shoes. And now I'm right here, and everything's good, and all the little pieces fit just like they all should. Yeah, life's been going fine, I'd even say it was good. Today I wouldn't change a thing if I could. Hey, 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 I'm going up straight up to the top, walking out, pulling my head up high. Hey, 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 moving on to a brand new place, and now it's here in the blink of an eye. Hey, 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 you can't stop me now, I'm moving fast, going everywhere I wanted to be. Hey, 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 and now I'm here today with me for me, yeah.
This is Apart TV. Dann für die zweite Halbzeit, Luzirin, Lugit, dass die Kippen auf den Terrain sollen kommen. 16, 13 sind halt die Dave-Verdinger zu Kärsching. 4 an den anderen Matcher, da hast du ein bisschen mehr, weil 36 Minuten gespielt, zu Dickrisch 15, 22 sind da die Escher 4, dann zu Diedling, die den HC Bierschirm empfangen. 33 Minuten gespielt, nun die Diedlinger in Avance von Smegola. 18 auf 16, sie sind doch besser aus der Pause rausgekommen, wo der Frank Kippert schon zweimal da konnte noch trainieren, nur der Pause, dass sie ein kleiner Avance konnten sind. Und dann hat der Mensch sich auch ein bisschen gedreht zu Peiting. Peiting Miersch, 37 Minuten gespielt, 18, 17. Wo der Charles Setzinger durch einen Hattrick geschossen hat für die Peitinger, also dass sie die Menschen ein bisschen gedreht haben. Also sie, egal, hier 14 geht eben dann. Habe ich die mit einer Avance von Zwickola nach hier eben an die Pause gegangen sind. Also, es ist ein spannender Spieltag. Jano, du hast nach nirgends erst eine Decision gefallen. Für uns alle mal ein komplettes Spiel. Ja. Für uns alle mal ein komplettes Spiel. Ich meine, das ist auch ein Premier des Saison. Da sind wir natürlich alle guten Frau drüber. Wie gesagt, die Schöfflinger, die da noch endlich angegriffen haben, die Leukämie-Hunde positiv getestet gehen. Das ist ja wirklich schön. Ich meine, kann ich doch keine mehr vier Wochen machen. Ich meine, wir sehen natürlich auch an den anderen Sportarten, fallen noch Matcher aus. Ich habe den Gag gemacht, ja, im Fußball geht nicht gedacht, da war auch ein Fall, CSU war cool, kenne ich ganz gut, weil ich früher da gewohnt bin und als Kanton gespielt bin. Den hat er noch gelohnt, zwei Matcher müssen noch zu und ich glaube, wie den anderen hier im Derby gegen die Luna war cool. Das kriegt leider natürlich nicht so matt, weil das dann eine echte Vision ist, ne? Das sind alle Sportarten, wo Matcher eben aufgesucht gehen momentan an der Situation. Wo wir eben sehen, dass eben so, es wird trainiert ohne Maske, dass eben ein Kontakt étroit wie Zant hier definiert. Und da sind die Jungen alle an der Quarantäne, wie es bei ihr eben noch gegangen ist. Umso mehr froh, wie es richtig ist, sind wir, dass wir nur mal hier ein komplettes Spiel da haben. Ja, das ist noch ganz wichtig für die enge Kipp, das ist der Boys, dass sie noch ihren Avantage behalten. Und wichtig ist für die Kirchinger, dass sie noch innerhalb von einer gewissen kurzer Zeit irgendwie beikommen. Ja, die großen Handballkenner so immer, du musst 2-3 Goals nicht an 2 Minuten abholen. Du hast 30 Minuten Zeit, natürlich, wenn du alle 10 Minuten einen Goal abholst, dann warst du gleich. Also du darfst aber noch nicht darüber übertreiben, für das du zu egalisieren. Nein, wir haben früher schon einen Goal abgeholt. Muss ich jetzt gucken, dass du so an der Verteidigung. Der Rippers hat lacht auf der zweite Halbzeit, aber damit. Ganz gut verteidigt vom Trivic, ja. Da hat sich ganz gut verteidigt, schon ein Stroh für den Popescu. Ja, den Hupen nur ein bisschen abdrücken. Lass das doch nach vorne nicht. Lass das doch nach vorne nicht, ja. Das ist aber auch das Schöne, dass der Junge eben dort.
weil nämlich nur, wenn wir wissen, wir hatten letztes Jahr hier so zwei Jungen wie Lallemang oder Gras auf der Kerschinger Seite, die nur Studien machen, weil die spielen auf freiwillig zweite Keeper nur 19, wie ich auf hier Studien zu konzentrieren. Mit das ist auch das, ich meine, du kennst ganz gut. Ja. Frau Freya, das war eine ewige Diskussion. Ne? Also, war das nur richtig, war das falsch? Sie hätten eigentlich nicht die Kippe spielen, wenn ich den Gesprächer geben kann, die so mitkriegen mit den Responsablen. Und sie entschieden sich dann als Junker, wir gehen aber lieber an eine zweite Kippe, weil sie sich handballerisch. Ja. Ich meine, sie mir jetzt mehr als eins, die nicht bringt, wo sie gegen Veteranen spielen oder ja, gegen die Wandergutspieler eben, die nicht an die nächste Kippe packen. Ja, du hast eben dann was Spieler natürlich, die du entschieden holen, das für ihre Verein schwierig. Für den Spieler dann das schwierig. Schöne Buch. Du willst ihn natürlich noch nicht kritisieren, weil natürlich ein Studium ist wichtig, ein Grab ist das wichtig. Ne? Ich kann mich erinnern, dass wir an der Zeit, ich meine, wie es dann mit 90 Jahren gewesen sind, da hatten wir an der Nationalequipe nicht Universität. Das ist natürlich Wahnsinn. Dann kiss die Equipe kiss nicht zusammen. Ja. Das ist immer ein oder entweder Examen oder den anderen. Dann müssen sie Semesterferien, also für die Fans. Nee, ganz klar, das geht viermal. Als Lützburg, also überhaupt, kannst du beim Handball dein Brot nicht verdienen. Das außer pure Ausnahmen können, wie Karabatic und so, oder Richardson und so, die Millionen verdienen können. Wird ja in Bundesliga spielen gehen, ja. Oder spüren hier vielleicht noch. Und ich weiß, dass in der Zeit den Jackson Richardson in der Vorstadt gespielt wird. Und ich schon nebenbei 1 Million D-Mark am Jahr verdient. Also da kannst du davon leben, mehr aber sonst. Ja, also wir sind hier auch immer Amateure, das ist ganz richtig. Und ja, war eine schöne Gute von Martinovic. Die hat nicht durchgekraft, die Kraft. Die kommt vom Berg Peter Scheiß, die hat nicht durchgekraft. Mit das aber die Martinovic, das ist aber wirklich so den Spiritus Rector von der Red Boys. Die nur den Nerv, für zu schießen, nur den Nerv für uns spielen, nur den Nerv für den Ball zu verdienen. Die machen das gut, das ist wichtig. Und das geht immer besser, ne? Ich meine, du hast Speed-Saison auf der Red Boys. Und das ist immer so, ich meine, sehe ich immer so, wenn die Profi noch rüberkommen, hier plötzlich, die brauchen noch mal eine Akklimatisierungsphase. Das geht immer mal so vergiss, ne? Okay. Schön ausgespielt. Klinger, den die Kunde übersetzt. Die Menge der Maschinerie, da kommen die Profis hier auf Lützeburg und das ist dann so Larifari, weißt du, so, das ist es aber nicht. Das sind so Minuten, ja. Richtig. Trivic, den du bist raschen dürf gehen. Ja, den dürft der Verteidigung nur zu erfüllen. Na gut, wie nachher Korsant die Hand drin, der kann rankommen. Also das, voilà. Ich will auch nicht sehen, dass Martinovic viel Meter rausgeschossen hat. Mir schütte mein Jeff verschossen, wenn ich mich erinnere. Ich war mit dem Boys mir schütten und ich meine, du hättest ihn nicht rausgekriegt. Ja, wir hatten in der wichtigen Match. Aber der wichtige Match war sein Bank. Ja, ja. Ich meine, du hättest ihn ein bisschen Verzug gehabt, aber das wäre aber normal. Ich meine, wenn du immer auf den Strich gehst, ist immer mal ihn dabei. Ne? Du hast überhaupt nicht gekommen, ne? Ich meine, du hast den Match am Griff gehabt. Das ist die Stärke von den guten Spielern. Du in diesen Situationen, wo du auf alle Situationen auch könnt, du konzentriert zu bleiben und du sie ranzusetzen, das ist die Stärke vom Spieler. Ja. Und 2 Minuten, ja. Ja, da bieten die auch einen ganz guten Match machen. Ja. Schon, ne? Also. Wieso Chapeau? Seid ihr auch bei den Reflexen für den Spieler? Ja. Dass du keine reklamiert den Schirchen. Den Hauptmann, den am Goal hast, zu dir verdenken. Hat mich aber ein bisschen überrascht, weil der Motor für deinen Spieler so schlecht gehabt hat. Das wundert mich auch. Ich hätte den Goalkeeper nicht gewesen. Das sind immer die Spieler, die auf den Gesund gehen. Die einen spielt die einen 30 Minuten, die anderen 30 Minuten. Also eine Menge, ein völliger Quatsch. Schön, dass keiner hält, der ist super hält. Der wäre aber nur auf der Fall. Der wird schon richtig gut gehalten. Ja. Ging es dir gut, gibt nicht wissen. Aber das ist ein bisschen von allen Trainern, die müssen sich dann verantworten. Das wäre ein schrecklich und schwer geworfen. Also Jérôme Michels, den nicht raus hat. Aber ich habe nur gemerkt, er hat einen guten Kopf
so gehabt an der Kuh. Da wären wir noch der Wand. Aber das hat er falsch gern bei den Goalkeeper. Dann noch die Risiko zu holen an der Situation. Wenn man rangeht, was man nach innen hat, war so. Cosanti ist auf der Limit. Ja, der Cosanti, ja, die geht auch nicht immer im Jung. Ja. Das, ja, nein, das ist auf der Limit von der. Auch, auch für 2 Minuten. Ne? Voilà. Ja, 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 ja. Mit der Sorge, die geht nicht immer im Jung. Nur doch selber schon gesagt, schenkt einen Cäsar und Run. Ich mochte auch mal trechen, dass die dann ein, zwei Cäsar sieht. Hey, ich hänge nur Tandball schon unter Null. Ja, weil auch lange verletzt. Ja, voilà, und das aber zurückkommen. Das ist ein bisschen Verteidiger, also ein bisschen im positiven Sinn. Ja, 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 ja. Ja. Ein aggressiv Verteidiger, also stellt etwas durch. Das ist schwer, schwer belastet. Also in einem Beruf brauchen wir das auch für etwas durchstellen. Ja. Du, ganz sympathischer Kerl. Sieht so ein bisschen aus, wie das so gut ist. Das war ja auch ein Schöffling, Cäsar. Für einen stundischen Kannengelehrt und ganz fein, ja. Schön, du spielst auf der Käse, dann Trivic setzt den Rad, voilà. Das Spiel. Das seid ihr nach Wuch direkt. Das wäre zu 6 gegen 5, gell? Ja. Wenn sie besser platzen, dann können sie das Spiel abziehen, die Kirchinger. Dann geht das Spiel auf der Käse. Und wenn die anderen zu 6 in der Verteidigung stehen, dann geht das drin nicht. Aber die Kirchinger hat das schon mal 4 Tore gesucht und du musst ja nur nicht übertreiben. So eine Führer-Mesure, aber noch an den Menschen im Rack kommen und sich schließlich zurückkämpfen, die Geduld tun, die du brauchst. Ne? Weil wenn das Gefühl, wenn es zu viel, voilà, du ein Parat für mich ist, wenn es wichtig, weil wenn es zu viel nämlich logisch forcierst, ne? Dann lässt du nicht mehr Kraft. Oh, wie gesagt, der Sebastian Edgar dann du hast. Den wird auch ein komisches Uniform holen. Ne? Du musst aber noch mal Zeit gestoppt gegen meinen Schwul, dass der sein Trikot holt. Ne? Voilà. Ah. Das ist nicht nett, gell, das war der de Klinger. Da kann die sein Trikot und tun. Er hat wohl keine Zeit, ein Trikot zu tun. Ja, 19-19, nur haben sie egalisiert. Ne? Das hat was ich vorher gesagt habe. Wir sind 10 Minuten gespielt. 8 Minuten gespielt, ja. Wir sind ein neues Match. Gepo ist ein Lauf hier drin. Und in den 8 Minuten nicht die allerbesten Szenen. Ne? Nein, sie sind nicht so, so selbstbewusst aus der Kabine kommen, dass du siehst, hey, ja, voilà, sie sind im sie sind Selbstvertrauen, Confiance. Es fällt darum, dass die Kirchinger auf der zweite Halbe mehr aggressiv decken. Und du kannst auch kein Lach mehr, wo die Treppe kann entweder durchziehen oder wo kann ihn sich freilassen. Ja, oh, der tut den. Aber was eben noch abfällt, dass der Martinovic, der nur schon nur 7 Gola für die Deiferdinger geschossen hat, das ist ein bisschen, ja, also wirklich den Schaltpunkt von hinten. Ne? Und ein Kapitänger Terran, du hast erst nur 10 Gola, 4 gegen Dickrich, 27, 17. Dittling behält die 2 Gola Avance gegen Bierschirm, 21, 19. An zu Peiting 21, 20, noch 45 Minuten. Die Peitinger 4 sind. Wo noch gerade die Mirscher 7 Meter verschossen. Das hätte keinen Ausgleich. Also überall nach Feier dran. Bei Jorgelu 7 Meter für den Ausgleich zum 20-20. Also. Wirklich, also ich hatte nach 4 Minuten die Menge noch da angeriert. Also ich spiele dafür den Hai wünscht, die sich natürlich. Ja. Du hast den Modrümer beim Goal. Ja, Netka setzt den aber an. Voilà, du hast den anderen Match, also 2020. Ja, guck, von dem Lob der Verteidigung gesagt, der Weidicht, der Mais, Klinger. Das wäre 4 Runden schwer, Punkt. Ja. Den hast du noch zu, wenn du sagst, wie die regnen, wie die beiregnen. Du hast keine Lacht mehr. Die sind nach Majukom, die sind wirklich nach Majukom an technischen Fehler gegen das Gefäuß gepafft. Du kannst den darüber diskutieren. Ja, bei Kirchinger wird du so ein bisschen raus, aber stößt, dass die Kippe liegt nur an der Attacke. Du sagst, wenn nicht gerade 5 Goal, du von der 3 vom 7 Meter Punkt.
Trivic-3, Mais-3, das man auch fast passen. Tironzelli, Schröder, also der Rakko hat der Feier, der Klinger hat ihn. Das ist wie eine Equipe in dem Sinn. Wie ein Ausfall, dass die anderen haben drin. Ja, aber sehr viel. Dass die Kirchinger noch nicht auf die Idee kommen, sie für den ersten Spiel zu wollen. Über den Mann der kommt. Und mehr gegen Erkola schießen, dann ging ich mal an den Schießen wie ich will. Mit den Christen jetzt so einfach durch Manndeckung raus. Ja, dann kannst du will aber eventuell steuern. Und, müssen die anderen auch mal etwas machen, und dann muss ich auch gucken, was die dann können machen, was sie droppen. Ja, das ist richtig, die anderen müssen dann auch etwas machen, wie es das ist. War das ein Spiel? Ja, das war natürlich nur... Du am Kreis. Ja, schon am Kreis. Das war nur Pasch, weil, ja, das war schön gespielt. Ja. Das war, also sind wir hier noch ein bisschen etwas, ja, ein paar Show-Elemente. Wir bei einem engen Goal haben, an der 40. Minute müssen wir dann. Ja, ich meine den Goal einfach. Ja. Ein bisschen etwas für die Galerie. Weil das schafft, dass der Ball weggeht. Voilà, die Kärschinger, die du sich an der Attacke platzieren, der Mais, voilà. Ein Parat hier, du hast einen Hotdog-Mensch, aber wenn man will, ja. Ja. Man scheint den natürlich so. Den aber auch an der zweiten Halbzeit sind der nächste Ball auf der Mann gekriegt. Nicht zu verstehen. Ja, der Junge denkt weiter, es wird ein immens Spiel über sich. Und er hat eine Variation und sein Geschoss, die extrem, extrem groß ist. So, das ist für mich persönlich das beste ins Band-Moment am Land. Aber wie gesagt, wir sind noch bei 2022. Ich muss noch gucken, was die Auszeit in den Kärchinger bringt. Sie hat gut angefangen, hier abzuholen, die 2020. Da sind noch ein paar Lichtsinnsfehler, die ich angeschlagen habe. Wir müssen den Trainer ein bisschen rüsseln, dann sie noch. Wenn sie nur den Vorteil verlieren, dann geht es sauer. Für dann noch ein Kehr, 3-4 Goal abzuholen. Ja, da geht der Preuß. Sauer geht der Preuß, aber der Preuß ist auch eine Equipe, die man kennen, die nicht immer konstant ist. Ja, voilà. Also, weiß ich nicht. Wenn du guckst, die letzten Jahre noch hängen an der Halle, ja, überall Titel, da sind die Kärsching. Ja, das war dann so nach 2018 Champion de Luxemburg mit den Herren und mit den Damen. Ging dann nicht so lange hier. Die letzten zwei Jahre ein bisschen dann aufgefallen gewesen. Die auch den Ursprung von einem Zurücknurven zu kommen. Die für mich auch einen besseren Eindruck machen wegen der letzten Saison. Die letzte Saison, wo sie sich definitiv einen Wert verkaufen und eine Menge an. Wo mehr drauf war, aber irgendwie. Ich habe gemerkt, dass sie kein Konditionstraining gemacht haben, so wie es auch gut war. Ja, das ist natürlich auch, wenn es die Jahre zinkt lang quasi kein Match verlierst. Dann können wir ein bisschen schlechter hier dran und dann merkst du, dass es nicht selbst gut ist. Ja, das sind keine Schuss. Das war nur ein schwacher Wurf vom Tironzelli, den nur mal ein bisschen verantwortet hat, wie er hört. Das war nur. Er hat einen Fehler gemacht, der Batinovic hat Schloss geraubt, dann hat er ein bisschen natürlich gerodet. Ja, du siehst, er möchte Pass, voilà. Und dann geht es verteidigen. Voilà. Und hier der Schrapp. Nee, die, das an der Bewegung. Ja, also das also kennt da zwei Minuten. Also weder da den noch da der andere. Der bittere Beruhigung, sich ein Kiefer, ein Headset. Nur mal den Geschmack, die zwei. Ich meine, Patrick Simonelli war ja in der Rückwärtsbewegung. Ich meine, sie werden das doch nicht sanktionieren. Voilà.
an der Bewegung, war keine Absicht. Ja, also absolut korrekt gecheckt. Ball bleibt bei den Defendingern, das Block ist. Der Repoy ist hier wirklich in Luggriff. Wenn das schon ein bisschen könnte in Stott drin. Dann gehen sie mehr aggressiv auf den Martinovic raus. Ich habe gesagt, die Krieger. Ja. Voilà. Wenn das natürlich auf der Limit für eine Strafkrämie. Da steht das Spiel eh noch. Ja. Und dann sind die anderen nicht mehr an der Lage. Du kriegst die Krieger auch eigentlich gesucht, dass es durchgeht. Ja, ja. Da könnte das, was also den anderen Menschen oben zu observieren war. Da könnt von der Rietze halber gehen wir mal auf den ja, ja. Da geht am Rückraum hin und hier gibt Mittel, hier irgendwie in den Kreis zu fahren. Der Ball steht allein. Fehler gepappert. Ich meine, das ist so Minuten. Ja, 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 ja. Das war gezwungen. Ja. War ja eigentlich froh von der Zeit, bis sie sich vergehen. Ich meine, du warst ein paar Mal drin grabbelt. Ja. Ja. Ja, natürlich so, denn das ist auf der Limit. Ich bin aber nicht in Verbindung mit der Mitte. Nein. Wir sitzen hier schön weit von allem weg. Ja. Gut kein Abfluss und nichts. Nein, sie hören mich auch nicht. Sie hören das nicht. Das war wirklich ein beeindruckend Kulis, muss ich so. Ja, also das ist fantastisch für die Qualifikation. Ja, ja, ja. Das wird viel das ist schon Playoff-Stimmung. Playoff-Stimmung, ja. Wo geht denn der Playoff hin? Ja, ist Vereiner Esch, 21-21 gegen Dickrisch, Kittling. Vielleicht schon eine kleine Fehlentscheidung. Aber 27-22 gegen Bierschirm. Ja. Miesch, 24-22 zu Peiting. Also wir sind noch überall immer so ein bisschen an Money Time, an Crunch Time. Hier sind wir ein bisschen hart dran. Oi, das waren die, den Goalkeeper mit der Kerbe rausgeholt, wie die Scheiße. Voilà, mir ist los, du sind nach 8 Minuten zu spielen, zu Peyton, guck noch ein bisschen mehr, wie du hast. 3 Goal auf 4, 25-22. Bei Asch müssen die Ball fertig sein, wenn ich mich nicht irre. 54 Minuten, 22-22. Die Schluss sind wir schon mehr an der Endphase an zu Kittling. Hat er 4 Minuten gespielt. 27-23. Wir sind hier ein bisschen halt dran. Ich mehr werde können, Herr Noten, das Resultat da wirklich durchgehen von den langen Terrain. Das war wichtig. Ganz wichtig, dass du für nicht nach Römer dran zu kommen. Weil du sind wir gleich im dritten Viertel von Majors River. Aber wir sind noch am Punkt von der Halbzeit. Das hatten so sich gut runterkämpft. Da sind sie im 3 Goal handen, die Kerschinger, die nach Dünner zu natürlich. Ja, das ist ein ganz wichtig Spaß der Zeiten. Das wirst du bis zur 15. Minute schon auf 1-2 Goal aber rückkommen. Ne? Ja, ja, ja. Absolut, weil. Sonst geht das ganz butterhaft für die Kerschinger. Und du den meisten durchgeht. 7 Meter Raum verteidigt, obwohl. Du hast immer so eine Situation, hält mal dran. Kannst auch Stürmer du kannst auch Stürmer, also oder du preist, wo der Fehler geht, wenn es fehlt, ja. Dann hast du den Freiwurf. Also, ja. Das war zu los, 7 Meter gepafft, muss man dazu stören. Und Jacques Tironcelli, der den ersetzt. Fantastisch. Also wirklich ein flotten Handball oben, hier auf Apart TV. Ja, spannende Banden, Damenmatch, spannende Herrenmatch, 24, 21, Wettbewerb, ja, ja. Handball, Herz, B. Ich denke, wir sind alle ein absolut fairer Match, wo so viel am Spiel steht, weil alle Equipe will ja den Match wandeln, ja. Das ist ja klar. Und dafür, aus der Sicht gesehen,
Saison. Das ist wie gesagt, da bittere ich bitteren die noch. Nicht unschuldig da drin, dass es so was. Und ein Parat, ja, natürlich, ich meine, da bitteren wir machen hier, oh, habe ich auch ganz gut. Ah, ja. Wir hatten gut letztes Mal, bitte ich komme den Namen und den Ivanka haut auch hier am Publikum gesehen. Und, ja, als guten Arbiter, ja, auch neben raus und so, die sind zwei gut, beim Weber raus und so weiter, zwei gut Kuppeln, die auch international schon pfeifen waren. Ich meine, da brauchen wir jetzt nicht verstoppen. Patrick Simonelli, der auch heute um Terrain steht, den kümmert schon Informationen für den Arbiter. Du warst auch par rapport zu früher, zu dieser Zeit viel geschieht. Ja, ja. Ich meine, immer die Zeit auch international gut Kuppeln hatte. Spatz Nigler und so weiter. Berten Stonven. Die Jura bei einem richtig guten Niveau international gepasst. Mit war immer so, dass wenn es drei Spitzenmatcher hat, das letzte Mal in der Winter, die Matcher 3, 4, 7, 10 Mal an der See gepasst. Die haben sich gekauft, die haben Spieler gekauft. Du hast schon mal können, einen Fehler greifen, er geschieht. Du wusst genau, was der gegen hat. Ja. So. Dann nur mal ausländisch koppeln, wo kommen bloß mal, wir dann mit den Echangen, wo wir nachts mit denen, am Saarland, am Rheinland. Die fahren nicht besser. Die Einser mit der Echte schlechter. Mit dem Kehlschwein, mit dem Kehlschwein abgeregt, weil das wäre ja, die wäre ja neutral. Ja. Eis auch mit. Ja, wir bei Eisen waren, ich weiß auch noch von Freya, schön, als kann eben schon 100 Meter von der Deferdinger Halle wäre ich gewohnt, wenn du Bert im Stunden rankommst, da hat gesehen, das schon innen. Das war aber schon so ein psychologischer Effekt. Du war Feuer an dem Match drauf, an dem gepafft. Ich freue mich nicht viel mehr. Ich meine, wenn ich das Haut drüber nur denke, siehst du, das war für Publikum als Spieler nicht nötig. Nein. Das sind die Feiergoller, die verrennen. Voilà, schau dir aber was auf hier, die Kärschinger. Ich glaube, sie erholen. Wie weit? Was sollen sie erholen? Ne? Kann doch auch gefüßen. Ja, da könnten wir schon zurück. Wir haben Angriff muss selbst geschehen. Du musst Lach fahren. Du hast bis lo. Zum Beispiel den 6-0. Das heißt, die haben am Rekrem Kärschinger nicht leicht. Ja, du musst dabei kommen, du musst etwas machen, du musst etwas riskieren. Ne? Der tut erfasst, dass du nicht. Du darfst nur für einen Kegel selber kriegen. Ganz genau. Also, weißt du noch, dass es nicht Kami groß geht? Weil da geht es unmöglich. Das sind aber Schüsse, die du nicht wollen. Okay, sie kriegen den Ball direkt auf einer in den Hund. Da bitteren Hund sich auch ein bisschen geguckt, sie waren unsicher. Also der Mais verliert den Ball. War ein Fehlpass. War ein bisschen touchiert, aber das ist aber Handball. Gell? Ich weiß nicht mehr, dass ich keinen Brief da versprochen habe. Ja, da könnten wir auch von den Leferdinger, die eben ein bisschen Zeit gewonnen für die Innerzwölle zu überstehen. Der Junge wahrscheinlich ein bisschen der Rhythmus bei denen. Kärschinger noch ein bisschen brechen. Für das Teil, wenn sie auf den Terrain zurückkommen, dann läuft auch dann irgendwie die Silof motiviert, für das abzuholen. Und dann können sie mit Hammer oder was ein bisschen aus dem Rhythmus. Ja. Aber muss nicht so sein, mit das aber oft sein. Kann so sein, und natürlich ist das auch wirklich für die Kärschinger auch eine Chance, für die paar Lesungen zu fanden. Temelkov schwätzt auch ein bisschen mit dem Trainer, so Tomor immer mit. Wie den so ein bisschen, ich weiß nicht, ob sie dazu Kärschinger ein bisschen viel bereden. Temelkov trainiert ja schon Jugend-Equipe. Ja. Ob das nicht ein aus den Long-Term vielleicht auch an den Verein integriert, geht er noch an den Kulissen. So, ich gegen den auf jeden Fall nicht in der Form behalten, weil das ist ein ganz
ganz integrer Sportmann. Das ist ein ganz integrer Mensch. Also, so einen finde ich nicht all der. Und die 10 Häufige für alle Maturen zu schaffen, die selber so viel Druck hat, so ein Bagage mitbringt, wie eine Jugendliche weiter zu vermitteln. Und den ging ich auf jeden Fall in den Verein Bannen. Ich meine, die Hunde auch zu Kerschen, die richtig Leute haben. Ja, ja. Und hier so, wie du siehst, so ein integrer Mensch, ihr wisst, was dem Handball zu Lützburg zu verdanken, obwohl du Karriere gemacht hast von Mazedonien und so weiter. Ich bin dankbar für die Jungen. Das ja. Seid ihr doch. Ne? Also, das ist wirklich flott. Das sind die Geschichten, die den Handball einfach zu Lützburg schreibt. Die Idee von natürlich halt Chance, eine Vierentscheidung zu machen. Ja. Ich ging so in 10 Minuten für den Schluss von der Kohle, da das ganz sauer natürlich abzuholen. Und der Name ist an der Lut. Gut verteidigt auf den Posanti. Unter Limit. Unter Limit natürlich. Oh ja. Sicher auf ihr Mann nach 2 Minuten gehen. Also ein Trikot, der war ein bisschen breit gezogen. Den hat eine Nummer ja, mehr in der Luft. Voilà, das sind die Reaktionen, die Kerschen bringen, mit einem Goalkeeper-Wiesel, der nur schon einen wichtigen Erreger gemacht hat. Und da setzten die nicht dran, hat keine Fehler. Ja, das aber dann das ist nicht viel zu diskutieren, muss weitergehen. Und, also, das ist noch nicht wie der Moment, für uns schon auf Diskussionen anzulassen. Wir haben auch direkt an hier Schnupp gestanden und sind direkt zurückgelaufen. Wie das ist natürlich nur 2 verpasste Chancen an der IBA zu LI, die kannst du ja nur natürlich nur kreischen. Wir können auf jeden Fall das Lomol ihn festhalten, auf jeden Fall nur schon an der 50. Minute. Das ist ein enger Kerschinger Equipe wie gleich 10. Ja. Also die do Kerschinger Equipe über uns den Match sollten verlieren. Das geht mir auch. Die Equipe hat eine gute Bagage. Voilà, du hast den Chris drauf. Mit dem Ball gehalten, voilà. Das war ein Goal und nicht mehr so einfach. Der Batinovic hat nur 2 verworfen. Und voilà, dann hat er die Bande rausgespielt an der Pierre Weidich. Ja, ah. Die muss er ab. Und dieser, Stand vom Match muss dann ein Goal sein. Ja, weil das wird zu sehen, muss ein Goal sein. Und ein Fracking Goal und du machst ihn der 5. Und Platz 3 sind der 5. Das ist einfach. Das sind die Doppelzähler, so ja. Gerade Lo an der Money Time, die letzten 10 Minuten. Ja. Doppel bestraft. So, die Defa-Dinger sind noch keine überragende Equipe des Cäsar. Also, wie du siehst, die viel Aufgang haben aber du ein bisschen sie geschwächt. Vielleicht nicht geschwächt, sondern muss sie brauchen, um die Zeit für Jean zu spielen, ja. Natürlich. Ne? Die Werte aber, wenn ich da gucke, Bonic, Batinovic, Le Marie, also das du hast aber etwas du, was... Ja, das Problem ist, dass die Spieler aber auch so noch mal der Leute quasi. Nein. Das ist ein Durchspiel auf Trivic. Die Spieler mit der Leute quasi durch. Sie setzen die Jungen, auf der Bank sitzen da wohl lang. So, dann gehen doch mal haben den Rippen schief gehen. Ja. Batinovic hat auch 52 Minuten auf der Box, den anderen noch, den CK noch. Da müsste Kerschinger auf ein Pferd springen, um beizukommen. Ja, wir sind. Sie zicken ein bisschen, währenddem die ersten Matcher fertig sind. Ob den langen Terrain los ist, das mal kurz gucken. Mir ist Wind zu Peiting. Tatsächlich. 5 Sekunden für den Schluss steht nämlich 25, 28. Für die Mirscher, die da die ersten 2 Punkte an der Achse liegen, abheirene Schwenken. Das ist für Ricky Benz, der auch kein Unbekannten ist.
am letzten Mal Handball, der auch früher bei den Dayfordinger gespielt hat, an Smash. Ganz schönes Erlebnis. Du hast den App abgebaut, die letzten Jahre, ganz schön. Peting natürlich, die Schlussurge muss machen, das ist ganz klar. Sie haben direkt Konkurrenten in der Pool gespielt. Gegen Dickrich E-Punkt kriegt. Das geht ganz schwer für sie natürlich, für nicht an den Playoff zu gehen. Aber wie du siehst, das geht dann noch eine Menge Hausnummer. Oh, ja. Da muss ich noch passen, die Petinger Werte noch gewarnt sind. Wird nichts schon an der Axel-League eben zu spielen. Diedling Bierschirm, 29, 27, du sind nach 3 Minuten, 29, 29, nach 3 Minuten zu spielen, die Junlo. Das hat jetzt auch nicht gedurcht, ja. Den Jan Hoffmann, den du ausgelacht hat, gerade für ein paar Sekunden, hat er noch nicht gedurcht. An die Escher, die sind natürlich 4, du hast fertig, 25, 36, wann denn die zu Dickrich, mit den Dickrischer, die du den Bruckwicki dabei hat, der Steuern war dabei. Das waren direkt natürlich für die Dickrischer 13 Goaler. Ja. Also mir, was das ausmachen kann, an den kleinen am Anfang gefehlt. Aber auch kein schlechtes Resultat für die Dickrischer auf 11 gegen das zu verlieren, das ist kein Schaden. Ja, das ist gut, das ist richtig. Also bei dem Spielstand, also 7 Minuten für Schluss, das ist nicht 6 Minuten. Und das ist nicht die Nation, das ist die Feierte. Ja, das ist nicht, wie es der Richter sieht, nicht 6 Minuten. Ja, ich meine, ein Dübel. Ein Dübel, kein Mann, der kommt weg. Ein verkappter Feier 2. Ja, ja, ja. Da muss man das probieren. Ich meine, da musst du die Bälle an den Rim kriegen. Du musst ihn noch kriegen. Der Chris hält den noch, wie du kennst die Idee von Dingen, den Ball zurück, weil dann Seiten ausgeht. Du hast noch nicht viel Spaß. Du musst das Risiko in der Defense gehen. Das ist nur, ob es 4 oder 5 oder 6 noch verlierst. Das ist nur egal. Sie bringen nicht fertig, die Boys hier auf Band zu spielen. Nee, das ist etwas, was ich auch nicht verstehe, was so ein Band du. Die kann eine lange Match entscheiden. Ja, einfach klasse. Ich gehe so, dass du bei einem Vier entschieden. Ich gehe wirklich so, dass du bei einem Vier entschieden. Dann zählt was, du weißt. Das ist noch ein bisschen wie das Bild von Diedling die letzte Woche, bis ich 50 Minuten ganz gut gespielt. Die waren ja auch gegen mich, 2 oder 5 Goal auf 4. Sie waren da ein bisschen 4 Minuten, sie sind zurückgekommen an dem Match. Ja, 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 ja. Die haben noch das umgedrehte Bild gemacht, wie mit letzter Woche. 2 Minuten für den Resic. Kerschinger haben gesehen, ein bisschen getroffen. Aber wie gesagt, Kerschinger wird bei einem Feier, beim 23-27, einfach viel zu viel Bälle gelost. Auch die Bedrängnis, drüber geschossen, der Lärm. Ja, das. Denkst du, du schenkst ein Spieler vor und dann verpasst du ja. Du kommst nicht noch dran, hat noch heute gehalten. War auch nicht gut geschossen. Nein. Gut, ich fand es aber gut, dass den Kerschinger Trainer den jungen Spieler da mal dran hält. Natürlich. Dass das sowieso entscheidet. Da kann den aber ein bisschen mit Kindern kriegen auf dem Niveau. Wenn er den nur nicht ersetzt, wenn ich soll den dann ersetzen. Also nicht so relativ viel Spielzeit auch kriegt auf der Verpassung. Du lädst sich noch besser mit dem Publikum bei Jürgen Trivic. Ja, gut gesehen, ne? Ja, ja, hat gut geschossen für alle. Ja. Auch den muss ich mal rankriegen, ne? Ja, ja, ja. Hat gesagt, sie wollen voraus, ne? Von das ist aber 30 Meter, gell? Ja, wenn du natürlich noch pur die Situationen hast. Ah ja, du willst den Ding am Mann decken. Und den
Aber gut verteidigt von der Herr Sonderlud. Ja, wie der Ball aus am Tool. Ja, das ist ein Bank, auf den so frei am Rückgrat zum Schuss gehen. Ja, zu Dietling hast du noch 1 Minute spielen, dann steht es 31-30 für Dietling. Du gehst doch hin und her. Du gehst hin und her, also ganz spannend haut. Also, war so zwei Bandecken. Ja. Auf High war ganz lang spannend an einem Spiel gelaufen. Die Leverdinger dann nur zum Schluss die letzten Minuten definitiv aufsetzen konnte. Ja, aber der hat immer für den Kerschenk sich geschafft, mit der Wacke. Ja. Sehr gut. Sonst hätte können wir ganz sehr gut verhelfen. Die Chance für den Dünnchen ist da. Ja, und Daniel Schalte noch hier auf der Band mittlerweile so nur ein bisschen hier. Gib mir da mal den Ball. Ja. Das ist 25, knapp 2 Minuten ein Spielen. Ja, schon, da können wir ja aber noch ein kleines Fazit ziehen. Die Dave-Dinger, die ja, weisen nur hier an Niederlach gegen Bierschirm, dass sie nicht abgehen und Martin noch immer weiterhin zu rechnen hat. Ja, und die Kerschinger, die aber gewissen haben, na, schade, das ist nicht mehr nicht, weil wir sehen hier genauso wie die Dietlinger, die nämlich 5 Sekunden für den Schluss. 32-30 Gegenbierschirme wir sehen. Das beweist immens viel Spannung. Die Dieflinger gegen die Bierschirme verlieren. Die Dieflinger gewannen da gegen die Bierschirme. Also das ist aber noch ein Championat. Ja, ja, das 400 Spitzer sind total ausgeklappt. Und vor allem die Gegenbierschirme mit verlieren und die Gerne verlieren. Ein bisschen zu heiß, wenn ich so gucke, gegen die Kerschinger. Weißt du, wie viel gesagt, ob du 3, 4 oder 5, 6 verlierst? Das ist eigentlich egal. Das ist einfach darauf, könnt ihr mich hin. Sie haben die letzten 10 Minuten ein bisschen. Ich könnte mir vorstellen, dass sie das nur werden ausschwätzen und dass sie das auch ein bisschen bereuen. Dass die letzten 20 Minuten, 50 Minuten, wo sie nicht als Möglichkeit hätten, das Spiel nur um, während man spielt, zu kommen, vorbeizukommen. Dass sie diese Möglichkeiten nicht genutzt haben, dass sie sie noch leisig nicht genutzt haben. Weil Chancen wären nur für richtig super Chancen, ja. Die absolut schon noch leisig verworfen sind. Ganz schön durchspielen, der Professor gesagt hat. Der Junge, der weiß, dass noch ein Grupp wird. 27 Minuten, 6 Sekunden, ich meine, da geschieht halt nicht mehr viel. Wird nur aufgemacht gehen und dann voilà, wird aufgepafft gehen. Die Dieflinger Fans, die schon feiern, die Dieflinger, ja, die natürlich noch ganz froh sind über die 2 Punkte, die es dann noch hier mit dem holen. Ja, voilà, das fertig, das wird mal gut. 32-27 schon noch spannenden Match. Wenn es könnte mehr spannend gehen, wie gesagt, von Waschewerk, also Kerschenk, sich die Chance genutzt hat. Trap Boys waren eigentlich über die ganze Spielzeit kaum mal vor für die Menschen zu verlieren. Wen kann ich noch verantwortlich machen? Die ganze Equipe, ja. Die zu hektisch im Moment gespielt wird, die einfach das Potenzial, was sicherlich auch nicht ist, einfach nicht kommen dürfen. Wir werden doch immer das im Trainer für das Reisen. Ganz genau, und ich meine, das ist richtig gut, was den da heute gesehen hat. Von der Equipe von Dieflinger, die da gewiesen hat, nur hier an Niederlach, gegen Bierschirm, dass sie ja, da sind, weiterkämpfen. Und
vielleicht interessant, wenn sie gegen das spielen, wie es dann da ausgehen wird. Ja. Das gehen dann so die Gradmesser, wo sie sich dann nur müssen loslassen. Ob das gegen Bierschirm dann ein Ausrutscher war oder und die Bierschirm war, die natürlich beweisen muss, ob das gegen Diddling haut ein Ausrutscher war. Also das ist die nächste Spiel, die ich viel feier heute an. Hier an der Brauereistadt gehen wir mal nachgucken, den einen oder anderen Gesprächspartner zu kriegen, was der zum Beispiel von dir, Jono. Vielen merci, dass du da gemacht hast beim Kommentar. Ja. Und ich hoffe, dass wir dich diese Saison nach der oder anderen Kehr und dem Mikro kriegen. Ja, genau. Merci, vielmals, ein bisschen schön. Nicht ein Gespräch an der Fladi Temalkov von Kerschenk. Fladi, ein Spiel der verpassten Chancen. Am Anfang schon Trivic da dreimal den Ball nicht ins Tor kriegt, einem Rückstand hinterhergelaufen und nun auch die letzten 15 Minuten auch die Gelegenheiten vor dem Tor einfach nicht mehr genutzt, sodass man danach auch 5 Tore verliert. Ja, Sie haben recht. Heute haben wir viel verworfen, haben wir nicht gut gestartet, obwohl gute Aktionen haben herausgemacht. Ich muss sagen, wir haben einen neuen Coach, einen guten Coach, der hat eine neue Philosophie. Wir brauchen ein bisschen Zeit. Die Mannschaft ist gut fit. Heute war Red Bull ist klar besser. Wie gesagt, der Anfang hat uns ein bisschen zurückgehalten. Danach wollen wir hinterher. Haben wir geschafft, bis gleich zu spielen. Aber war ein bisschen zu hektisch. Und letztendlich, immer wo wichtig war, haben wir verworfen. Vor der Torwart. Verworfen und auch sehr einfache Bälle, sehr einfache technische Fehler in manchen Situationen gemacht. Man sieht aber, die Jungs, Mais, Tironcelli wollen Verantwortung übernehmen, aber die Mannschaft muss noch ein bisschen wachsen. Das ist ja praktisch eine neue Mannschaft, jetzt wenn man das letzte Jahr anschaut. Ja, das kann man sagen. Ich glaube, dass wir werden kommen. Wir brauchen ein bisschen Zeit. Wir haben zwei einfache Spiele gegen Dikic und Petas. Wir wussten noch nicht, wo wir sind. Jetzt haben wir einen starken Gegner. Red Bull hat schon zweimal probiert. Sie haben schon diese Stärke gespürt. Für uns war heute das erste Mal leider zu spät. Und wir werden von diesem Spiel lernen und werden wir auf jeden Fall viel mehr bitten, nächstes Spiel. Aber auf jeden Fall, die Mannschaft hat einen großen Schritt nach vorne gemacht jetzt im Vergleich zur letzten Saison. Ja, auf jeden Fall. Wir haben einen größeren Kader mit Tom Mais und Jacques Tirozelli haben richtig gute Werfer und sie waren vor zwei Jahren hier. Sie waren unsere Stammspieler, beste Spieler und mit dem neuen Trainer, wir arbeiten richtig hart. Nur es, wie gesagt, es muss kommen. Es sind viele neue Übungen, viele neue Aktionen, die müssen automatisiert werden und wir werden daraus wachsen und werden stärker. Okay, merci Fladi. Ja, bitte. Ich gucke nach einem Gesprächspartner von der Red Boys natürlich zu kriegen und dann melde ich mich dann hier zurück.
Ja, Max Kohl selber siehst, Sebastian, nicht mit den Erleichterungsfrieden, aber trotzdem zwei Punkte holt aus der Brauereistadt, man hat noch bestürft, oder noch bestürft, kann ich sagen. Sieht aber ganz zufrieden, 5 Kohl gewonnen zu haben. Der hat den Match aber lange dominiert, den kleinen Schwäche fast von Kärcherem konnte egalisieren. Ja, also zwei Mainz wichtig, dass wir heute gewonnen haben. Wir gehen ein bisschen verloren. Wir wollten noch nicht schon zufrieden, dass wir so mit Karren rumlaufen. Und wie gesagt, das ist gut für die Moral, dass wir gewonnen haben. Gut für die Moral, wenn ich so zu dir Bierschirm hört, verloren gegen Tiedling ob 2 Goler. 2 andere Richtung, 5 Sekunden für okay. Schluss. Also dann hast du natürlich auch einen guten Tag für dich, weil Tiedling noch Bierschirm einen Punkt aufgeholt. Also das alles aber relativ eng low bei Ihnen. Muss ich just gucken, wie die Matcher gegen die Ascher dann tun nach vierten Lauf zwischen den großen Equipen. Ja, natürlich. Also das ist das alles ziemlich eng bei Ihnen. Tiedling hat auch gegen uns eine erste Halbzeit gespielt, die richtig gut war. Da haben sie sich nicht belohnt gegen uns, weil wir ein gutes zweites Halbzeit gespielt haben. Also wie gesagt, kann Gidre gegen Gidre gewinnen und das ist ein guter Zuspruch für Spannung. Wenn ich bei ihr guckt, also mir klingt das nach ganz viel auf den Batinovic abgebaut, den Verantwortung natürlich auch überhält. Aber mir klingt auch durch die Veränderungen, durch die vielen Aufgänge, die der ja auch zu verkraften hat, dass die Equipe auch noch ein bisschen muss wissen. Dann zu 100% rollt über 6 Minuten geguckt nach Nutzern an den Zahnrädern, dass die so nicht greifen. Ja, also normal, das ist normal, dass man ein bisschen Zeit braucht. Für allem beim Spiel mit dem Pivo. Der Pivot ist einfach ein anderer Spielertyp wie der Fabolo zum Beispiel. Muss das so noch ein bisschen ausstellen und wie gesagt, habt sie mir gewonnen und dann den Rest könnt ihr selber. Das ist für euch, für euch so ein bisschen gesagt, schwer, den Rhythmus ein bisschen zu fahren. Noch Tabelle sieht nicht viel aus, weil all die Kippen im Match mehr oder zwei Matches mehr gespielt haben. Ja, wie hast du die Stellung an der Equipe? Wie macht ihr die Fast zwischen den Matchen? Weil momentan kann ja kurzfristig alles ganz anders sein. Also, das ist so, muss ich einfach immer bereit sein. Wir müssen bereit sein, noch viele Matches in der Woche wahrscheinlich zu spielen. Ich spiele auch Dönsch schon gegen Standard. Wie gesagt, muss man einfach gerieren und immer bereit sein. Dann steht der Standard auch heute gewonnen zu Schöffling auf Feyagola. Ja. Eine Equipe, ja, die vielleicht am Anfang gedürft hat, ja, die kommen rüber, sie genauso sehr vor. Wir haben sich schon 4 Punkte gegen direkt Konkurrenten geholt. Vielleicht eine Equipe, die ja noch in der 6 können kommen, nicht zu unterschätzen, noch so geht es momentan. Also natürlich, wir dürfen keinen unterschätzen. Standard haben wir noch nicht gesehen. Sie hat auch noch nicht viele Matches, wo ich kann gucken. Wir müssen einfach Gas gehen und dann wird das schon erledigen. Voilà, bonne Chance dann den Dönstag in Stunde. Merci. Vielmals merci für den langen Handballabend. Dann haben wir bei PachTV zweimal Kärsching gegen Red Boys und zweimal haben die Dave-Verdinger sich durchgesetzt. Wir sehen uns dann nächste Woche mit dem nächsten Live-Match hier auf HandballTV. Bleibt gesund, bis dahin. Bis geschwind. Ich bin Daniel, ich spiele seit 20 Jahren Handball, aktuell zu Dave-Verding beim Handball Red Bulls und auf der Glücksburg Nationalequipe. Seit dem Januar spiele ich mit der Söhne von Petersburg und ich spiele mich bei den Trainingen und bei den Matchen viel mehr stabil am meinem Schuh.
livestream.lu aus zusammen mit Apart TV, eine Plattform für Air-Eventer live im Internet und auf der Television zu verdrohen. Ob Konzert, Theater, Sport, Pressekonferenz, Gemengerot oder Produktvorstellung. Wir bringen Air-Event bei eure Publikum hin. Und das mit all den Emotionen, die dazu gehören. Um PC, Tablet, Smartphone und auf der Television um Kanal 82 von Post TV und am ganzen Reso von der Altrona erreicht ihr ein großes Unzahl von Zuschauern für ihre Massage mitzudelen. Alles dat a viel mehr, dadas livestream.lu. Zusammen mit Apart TV. Weiter Informationen kriegt ihr um 26 37 44 37 oder ob info@apart-tv.lu. Fundeleit, Viertleit. Spielen, Mathe-Helfer. Chance. Wir bringen Bewegung ans Spiel. Salis Lenz, Moving People.